Afroamerikaner. Na? Na, Japaner. Japaner. So bin ich aber in Teil. Nee. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Zapperlot. Ja, was ist denn da heute los? Da hört's doch auf. Hört's auf. Hört's auf. Wir sind nicht im Fernsehen. Also heute schon, heute sind wir im Fernsehen, nicht? Aber ja, danke für diesen total für mich überraschenden, tollen Applaus. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie mir die Ehre geben. Danke, dass Sie mir mein Leben finanzieren durch Ihre Anwesenheit. Und ja, ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, Sie sind ein sehr, sehr, sehr tolles Publikum. Das spüre ich gleich und ja. Und ich habe gleich eine Frage an Sie. Das ist keine schwere, ganz eine einfache. Wie viele Koffer sehen Sie? Viere. Das gibt's nicht. Ich sag nur ein nettes Publikum, weißt? Das ist vier. Das trauen Sie sich im Land zum Beispiel nicht. Das ist typisch. Ja? Gut, jetzt reißt die zusammen, die können auch nichts dafür. Weißt, haben wir einen harten Tag gehabt, bei denen ist es wieder auch Arsch. Zahlt haben sie eh schon. Motiviert ich, geh raus. Das Fernsehen hört schon. Stimmung! Motivation! Yeah. Guten Abend! Guten Abend! Herzlichen Dank. Dankeschön, danke. Herzlichen Dank für den tollen Applaus. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und Sie sind ein wirklich sehr, sehr nettes Publikum. Und ich habe eine Frage an Sie. Wie? Darf ich die Frage stellen vorher noch? Geht es? Danke. Wie viele Koffer sehen Sie? Okay, wurscht. Schaut, mir ist wurscht. Ich kann mich aufs Niveau einstellen. Sag jetzt gleich. Ja, war für mich ein kleiner Test. Gut. Mir soll es recht sein. Einigen wir uns drauf. Wir sehen heute drei Koffer und einen Vollkoffer. Damit, glaube ich, können alle leben, sind alle zufrieden. Und Sie fragen sich, wollen Sie applaudieren jetzt? Oder was war das jetzt? Wollten Sie jetzt applaudieren? Schauen Sie, Sie müssen, wenn Sie applaudieren wollen dazwischen, dann tun Sie es gleich. Und nur, wenn es einen Grund gibt. Ja? Und nicht so verhalten, ja, da nicht so, so kommt man zu nichts. Ja? Ja? Also, gut. So, Sie fragen sich mit Recht, warum hat denn der heute die Koffer dabei? Was ist mit dem? Ist der auf der Flucht oder vor dem Urlaub? Oder kommt er aus dem Urlaub? Nein, ganz einfach erklärt, ich habe in jedem dieser Koffer für Sie etwas eingepackt, nämlich ein Einzelstück. Das ist nämlich der Titel des heutigen Abends. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, für die anderen ist eh wurscht. Und in jedem dieser Koffer ist eben ein Einzelstück eingepackt. Deswegen Einzelstück, weil dieser Abend nur ein einziges Mal in dieser Form stattfindet. Schon allein deswegen, weil Sie da sind. Warum das so ist, das, da werden Sie schon noch drauf kommen. Ja? Ich möchte jetzt vielleicht kurz am Anfang, bevor es losgeht, einmal erklären, wie es dazu kam. Ja? Das war damals, das ist schon eine Zeit her, das war in der Vorkriegszeit. Sie erinnern sich. Ja? Nein, warten Sie. Vorkriegszeit, das ist die Zeit vor Weihnachten. Die nennen immer, so lustigerweise, Vorkriegszeit, sage ich immer so dazu. Das ist die Vorkriegszeit, dann kommt immer der Heilige Abend, das ist dann praktisch der erste Fronteinsatz. Ja, dann kommt die Zwischenkriegszeit, dann kommt der zweite Fronteinsatz, das ist dann Silvester.
Und dann kommt die Nachkriegszeit. Das ist die Zeit, wo man dann die Wunden lecken muss, die ihm vielleicht der Nachbar geschossen hat mit den Feuerwerksraketen. Das ist die Zeit, wo man gute Vorsätze, die man sich mit sich selber vollkommen vertrödelt, in der Fetten am 31. ausgemacht hat. Ja, das ist die letzte. Ja, das ist ja die letzte. Und danke, tschüss. Das ist nur, passiert nur da. Was ist nur, wenn es da ist, nur da. Und am zweiten dann schon, wurscht, nächstes Jahr. Ja. Und es ist auch die Zeit, die Nachkriegszeit, wo man dann vielleicht wieder die Verwandten anruft, die man am 24. verbal abrunzt hat. Also diese ganze Weihnachtszeit, um die geht es ja heute nicht. Ja. Es geht um die Vorkriegszeit, diese Zeit vor Weihnachten. Das ist die Zeit, wo ich, wie soll ich sagen, sehr wenig außer Haus gehe. Einfach deswegen, weil rundherum so viel Liebe ist. Weil das Fest der Liebe vor der Tür steht und wo du hinkommst, ja, im Shopping City Parkplatz zum Beispiel, steht nur Liebe um. Da kriegst du keinen Parkplatz, weil alles voller Liebe ist und da scheiße ich irgendwann einmal drauf und bleib einfach daheim und denk mir, irgendwann geht das auch vorbei. Und was macht man, wenn man daheim sitzt? Ja, man tut Fernschauen. Ja, wobei wirklich Fernschauen in dem Sinn tue ich eh schon lange nicht mehr, das habe ich mir abgewöhnt, oder sagen wir so, das Fernsehen hat es mir abgewöhnt, dass ich Fernschauen möchte. Ich schaue dann DVDs. Ja? Und ich habe vor 3 Jahren etwas vollkommen Vertrotteltes gemacht. Ich habe mir DVDs von mir selber angeschaut. Also ich meine, wenn du mal so weit bist, ich meine ehrlich, also da, ganz ehrlich, haben Sie sich schon mit DVDs von sich selber angeschaut? Nein, eben. Haben Sie wahrscheinlich keine, gell? Also, ich habe jetzt sowas und habe mir das angeschaut und habe eigentlich so fast 22 Jahre Kleinkunst mit mir selber so Revue passieren lassen. Und da haben wir dann stellenweise gedacht, hörst, ich finde das auch lustig. Also, ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, das schaut immer an. Ich schwöre es Ihnen, für den zahlt er den Eintritt. Nur ich kann meistens nicht, wenn der spielt, geht es bei mir gerade auch nicht. Ich denke, schade, weil das ist wirklich lustig. Und da kam mir so, nach 6 Glühwein wahrscheinlich, plötzlich eine geniale Idee. Fast eine Vision. Ich habe mir gedacht, ich mache einmal etwas, was noch kein Mensch vor mir gemacht hat. Ich mache ein Best-of. Das ist super. Das ist super, oder? Sie sind auch schon begeistert. Ich war auch von der Idee sofort begeistert, weil das ist für mich gut und für Sie gut, nämlich für beide. Weil der Vorteil für mich ist einmal, ich brauche mir nichts überlegen. Weil den alten Scheiß aufwärmen, mit einer Hand im Arsch stellen wir auf, spielen wir oben. Also ganz locker, ja. Aber für Sie auch gut, weil es kann keine bösen Überraschungen geben. Es kann Ihnen nicht passieren. Höre ich da jetzt wirklich ein Handy? Das ist mir sehr unangenehm, wenn ich in Ihrem Büro Stunden Theater spiele, aber ich hoffe, ich störe nicht. Aber sind Sie so lieb dran, also, wenn Sie nicht wissen, wie das Abdrehen geht, haben wir es um die Erde, dann nehmen wir zwei Steine um an und Quatsch, wie auch immer. Gut, okay, also wieder zurück zum Abend. Wo war ich eigentlich? Ja, das mit. Das, ja, genau. Also, ich war bei den DVDs, das habe ich Ihnen schon erklärt. Dann Sie jetzt Trotschen auffangen. Sie brauchen nicht. Gnädigste. Sie brauchen jetzt nicht Trotschen auffangen, nur weil ich gerade mit dem anderen unterhalte. Ja, es ist jetzt. Jetzt sind wir wieder dabei. Ja. Wollten Sie was wissen? Das ist was anderes. Wenn Sie was wissen wollen, ist kein Problem. Können Sie mich fragen? Ich kenne mich aus. Also, ich weiß es sicher besser als er. Ja? Also, wenn es. Okay. Kann man so nicht sagen. Na, dann sagen wir es nicht so. Gut. Ich habe das so jetzt irgendwie. Ich spiele es im Urin, das wieder lange um. Das geht sich mit dem Bandel. Habt ihr lange Bandeln? Habt ihr es könnte. Ja, wir haben diesmal eine beschränkte Sendezeit. Ja. Also ich habe die Idee gehabt, ich mache ein Best-of, weil das super ist für mich selber eben und auch für Sie. Weil es kann keine bösen Überraschungen geben, dass dem Künstler plötzlich irgendwas einfällt, ja, mit dem man nicht rechnet. Dann denkt man, was ist das jetzt? Aha, der macht das so, der war früher, das mit den Autos war immer so lustig. Aha, das, jetzt. Ja, das kann ja nicht passieren, weil es kommt genau das, was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, ja, liebgewonnen haben, was Sie vielleicht selber sogar auf DVD daheim haben. Das heißt, Sie können jetzt, wenn Sie wollen, den Künstler, sprich mich, überprüfen. Sie können überprüfen, ob ich es eh noch so kann wie auf der DVD oder ob ich schon ein bisschen schwächeln tue. Nicht? Und Sie können, wenn Sie wollen, sogar
wirklich aktiv ins Geschehen eingreifen. Sie können nämlich, wenn Sie wollen, dem Nachbarn in Ohren versauen. Indem Sie, bevor er in der Wuchtel kommt, sagen, pass auf, jetzt kommt es, jetzt kommt das Abfall, jetzt kommt das mit Abfall. Also Sie sehen, wir haben alle was davon, alle miteinander. Ja? Und das haben wir jetzt so durchgedacht. Habe dann die Highlights aus diesen 22 Jahren Kleinkunst für mich zusammengefasst, habe es einmal für mich so einmal durchgerät, um zu wissen ungefähr, wie das so daherkommt, und bin gekommen, gelesen, also sprich ohne Applaus, auf 12 Stunden. Habe mir gedacht, okay, das ist zu lange, keine Frage, also ich das spüle jetzt, aber Sie da sitzen seid. Nein, das brauchen Sie gar nicht probieren, Sie müssen morgen arbeiten, bei mir war es wurscht, ich arbeite ja nichts, aber für Sie war es eine Katastrophe. Ja. Das heißt, ich muss einkürzen, habe das wirklich so rigoros gemacht, ja, unter Schmerzen, weil ja alles so gut ist, was man früher mit gemacht hat. Ja. Heute ist Wecker gehabt und bin gekommen jetzt auf 6 Stunden. Und diese 6 Stunden habe ich hier heute für Sie mitgebracht. Ja. Das passt, das klingt einmal super. Ja. Und zwar eingepackt in 3 Koffer zu jeweils 2 Stunden. Das ist das ganze Geheimnis. Ich habe in diese Koffer nichts anderes drin wie kleine Wegweiser, kleine Requisiten, die mich irgendwie durch einen Abend führen. Ja. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, heißt, der Koffer muss überlegen, welchen Koffer er heute spielt. Das ist alles. Jetzt überlege, das letzte Mal habe ich, was war denn das, der war der? Pass auf, dann nehmen wir heute, puh, das ist jetzt, weißt du, das ist, ja, na, Kinder. Kinder, das entscheidet schon ich, was ich spiele, nicht? Oder? Ich meine, wo sind wir? Schauen Sie, falls Sie einmal in ein Theater gehen, ja? Gut, vergessen Sie es, ist wurscht, nicht? Ja, ich wollte nur sagen, das geht nicht, weil wenn die dort ins Spielen anfangen, Hamlet, können Sie sagen, na, geh, spielt es eine Estrolle. Und ich denke, das geht nicht, das ist, ja, das ist ja nicht wahr sein. Gehen raus und dann. In der Hose, nein, aber nicht. Okay. Nein, wir nehmen den, der ist super. Das ist eine sehr gute Sache. So, das, was in dem Koffer hier drinnen ist, wobei jetzt, andererseits jetzt. Rosa? Nein, nichts, nichts. Komm, nein. Ich überlege jetzt nur, wenn ich jetzt wirklich das spiele, was da drinnen ist, dann hätte ich meinen Anfang spuren können, weil da war ich rausgekommen, hätte ich den Spiel noch angefangen, drinnen war es wurscht gewesen, andererseits hat es mir jetzt schon 10 Minuten gebracht, ohne dass ich irgendwas geleistet habe. Aber passen Sie auf, wir leben doch in einer Demokratie. Zumindest, also, naja, offiziell, daheim vielleicht nicht, aber wir leben in einer Demokratie, ja, und wir machen das jetzt so, das war ja eine Diktatur, wenn ich da bestimme, was wir spielen. Wir machen das wie in einer Demokratie, Sie entscheiden heute, welchen Koffer ich spiele. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir ist es nämlich wirklich wurscht. Ich kann keinen. Also in dem Moment, das ist das Beste, was da passieren kann. Da bist du frei. Das kenne ich noch aus meiner Schulzeit damals. Mathe-Schularbeit zum Beispiel, nichts gelernt. Da bist du entspannt, oder? Was kann dir passieren? Alle anderen sitzen im Autobus, flippen, was ist das auch noch? Kannst du das, glaubst du, kommt das? Du sitzt im Bus, entspannt. Ja. Dann der Lehrer kommt rein, alle flippen, ja, Nägel beißen, ja. Du die Zettel mit den Prüfungsfragen verteilen, die, boah, das ist so schwere Fragen, ist der Deppert zu, die urschweren Fragen. Ich sage, nein, jetzt bin ich nicht. Also, bin ich alle, das ist super. Ja? Und genauso geht es mir heute. Nicht? Also, Sie können heute gern bestimmen, was ich spiele. Ich überlege es mir, wie wir das machen, damit es nicht eine Schreierei und ein Durcheinander wird. Pass auf, wir machen das so. Wie im Kasperltheater oder im Fernsehen, was ja mittlerweile dasselbe ist. Das heißt, wir tun nicht Pfoten, tun wir nicht, also mit Handy Pfoten oder was, tun wir nicht, wenn dann niemanden schlecht machen und rausfoten, das tun wir nicht. Wir dann einfach nur unser Gefühl kundgeben durch Applaus. Das heißt, ich präsentiere Ihnen einen Koffer, sage ein bisschen was dazu, damit Sie ein Gefühl dafür haben, und dann boschen Sie. Und je nachdem, wie stark Sie boschen, wissen wir dann, was für einen Koffer wir heute spielen. Damit wir das jetzt schätzen, machen wir das jetzt überhaupt so. Mein Techniker, das ist der Herr Clementa, der ist, soweit ich informiert bin, anwesend. Ja, gut, jetzt wissen wir es, dass Sie da sind. Danke. Gut, falls wir wen brauchen, das Licht da dran, der ist super. Nein, wollte nur, wirklich. Der ist, nein, perfekt. Geht auch schwarz was, gell? Jederzeit, ja. Kommt immer dran in der Ohr, haben Sie Ruhe, ewige Finsternis. Eine Spitzenkraft, ja. Der Herr Clementa, der hat in seinem tollen technischen Equipment etwas eingebaut, nämlich einen Phonmesser. Ja,
meine, sie haben auch alle einen Fundmesser eingebaut, nicht klarerweise, nicht? Einen rechts, einen links, Ohrwaschel genannt. Nur das ist ja, wie Sie ja wissen, noch ein Analoggerät. Das heißt, Sie hören noch analog im digitalen Zeitalter. Ich meine, das ist ja. Ja, also sie schauen analog, sie fressen analog, sie pudern wahrscheinlich nur analog. Ja, damit ich nicht dabei sind, bei der Grauslichkeit da. Damit mit Schwitzen und Feucht und dann riecht es oder schrecklich, ja. Aber deppert einen MP3-Player kaufen, einen super digitalen, aber dann analog hören. Also, ja, wir sind mittlerweile das schwächste Glied. Ja, mit unserem Analoggerät, unserem Körper, ja. Und der Fundmesser ist ein digitaler und das ist ja eigentlich mein Fundmesser. Den habe ich früher immer im Auto gehabt. Ich habe früher viele Autos gehabt, auch laute Autos. Und da habe ich den immer mitgehabt. Falls ich eine Auseinandersetzung habe mit einem bewaffneten Österreicher, kann ich sagen, hören Sie, Inspektor, nicht besser. So laut ist er nicht. Ich habe selber gemessen, schauen Sie, innen ist er sehr erträglich. Immer gut gedämmte Autos gehabt, ja. Innen leise, außen was mir wurscht, wenn ich nicht nebenher rein. Also. Und der Fondmesser wird uns das Ergebnis dann. Ja, ist das alles aktiviertes Gerät? Für die Fondmessung? Ja. Selbstverständlich. Was frage ich überhaupt? Natürlich. Gut, okay. Wir wissen, wie es geht. Fangen wir an. Das hier ist mein Favorit. Ich möchte es nicht beeinflussen. Ich habe jetzt vollkommen Wert, weil das ist der beste Koffer. Ja. Das ist ein, ich stehe da her, damit Sie es schön sehen. Das ist ein ehemaliger KGB-Koffer. Ja. Haben wahrscheinlich die Spezialisten eh erkannt. Der hat einem russischen, also einen KGB-Offizier damals gehört, den hat er mir gegeben, bevor ich ihn getötet habe. Das war damals. Nein, ich war nicht mehr das Wissen, im nächsten war so ein, als Ferialjob war ich beim österreichischen Geheimdienst. Und ja, na klar, sie lachen jetzt deppert. Ja, sehr klar, nicht? Ja. Österreichischer Geheimdienst. Ja, aber da sehen Sie, was das für ein guter Geheimdienst ist, weil keiner weiß, dass es den gibt. Ja. Es gibt so viele Länder, die haben so schlechte Geheimdienste. Zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, den CIA, den kennt da jeder, da kann ich mir einen Film drüber anschauen. Aber bitte, was ist denn das für ein Geheimdienst? Nicht? Das kann nicht sein. Nicht? Unser ist wirklich super. Und ich war damals zuständig für die Russenvernichtung. Ab und zu ein Teufelsroller, aber hauptsächlich, weißt du, Russenvernichtung. Also, wenn ich einen Russen erwischt habe, der hat nichts zum Lachen gehabt. Nicht? Und der eben, der Koffer war so mit so Handschuhen befestigt an diesem KGB-Offizier und der ist dann auf der Reichsbrücke stand in die Betonbatscherl und hat gemeint, naja, der gibt mir den Koffer, sage ich, okay, passt, und habe ihm trotzdem reingehauen. Ja, wurscht, hat man nie wieder gefunden. Und das ist der Koffer, das ist kein Klumper, das ist wirklich, schauen Sie mal, das ist ein hochwertiger, das ist ein echtes Leder-Imitat. Das ist, nein, das ist wirklich kein Klumper, das ist, mir haben früher gesagt Sky. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, das war die Sky-Sitz im Auto. Wissen Sie das noch? Ja, das war so ein Material in den 70er, wenn die Autos jetzt alle mit Sky bezogen. Das war immer leider nach einem heißen Badetag. Wir waren im Stadionboot zum Beispiel, heißer Badetag, ja, und sind dann rausgekommen ins Auto rein, ne, drinnen 60 Grad. Gurtenpflicht hat es damals nicht gegeben, weil man ja praktisch eine Einheit war mit dem Sitz. Man war ja festgeschweißt im Soll sozusagen. Ja. Ja, ja. Also der Sky-Sitz ein Sicherheitsaspekt. Ja. Dann hat der Koffer da schon sehr Edelstahl gebürstete Armaturen, das ist kein Klumper, das ist hochwertig. Da trat man, glaube ich, laut und leise. Da ist laut, da ist leise und so. Nein, da ist laut und leise und da ist der Senderzuglauf. So ist es, glaube ich. Und das da ist eine Zahlenkombination. Das ist deswegen, weil es ja ein Geheimdienstkoffer war. Klarerweise, die war geschützt. Und jetzt muss ich nur sagen, jetzt werden Sie gleich sagen, warum diese Sowjetunion einfach hat zerfallen müssen, weil die waren wirklich Trotteln. Wissen Sie, was der eine gegeben hat als Code? 1, 2, 3. Ich meine, da brauche ich keinen Code, dann lege ich den Ofen hin, weil das ist ja lächerlich. Ne? Das ist ja, nicht? Ich habe dann aber von unserem Nachrichtendienst und unseren Spezialisten habe ich das umkodieren lassen auf 007. Ja, weil da kommt da keiner drauf, wenn man doch. Das ist. Ne? Gut, also wer möchte diesen tollen schwarzen Koffer heute für Sie öffnen, der applaudiert bitte jetzt! Gut.
Auch mein Favorit, ja. Danke fürs Vertrauen. Gut, wurscht. Als Alternative haben wir dazu einen alten Koffer. Jetzt lassen Sie ihn bitte nicht davon täuschen, dass das ein alter Koffer ist. Das hat bitte gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Gleich mal vorweg, ja. Das ist ein alter Originalkoffer. Schauen Sie sich dieses wunderschöne alte Stück an. Ja, bisschen Patina. Dieser Koffer, ja, da ist das Originalnamensschild nur dabei, hat gehört einer gewissen Herma Friedl aus der Preisingasse 37 in Wien 15. Ist die zufällig? Nein, weil das war jetzt ein Deppert, weil das war. Nein, das war gar nicht. Das war das, den Tag fürchte ich, wo irgendeiner schreit: Mein Koffer! Ja. Ja, also wahrscheinlich werden dann beim ORF-Kundendienst jetzt wird das Telefon dann läuten und eine gewisse Friedl anrufen. Außer sie ist schon gestorben. Also in Schüt nach könnte es sein, dass die Frau Friedl schon gestorben ist. Oder sie sucht einen Koffer. Je nachdem. Also es geht ja gut, wir brauchen uns keine Sorgen machen, ist alles in Ordnung. Auf jeden Fall, die Kombination steht drin, wo die ist eh nicht mehr drin, die ist weg, die will rausgehen. Und der ist schon wieder heute jetzt ein. Kurze Unsicherheit in ihren Augen leuchten gesehen, aufblitzen. Mir ist jetzt kurz so vorgekommen bei Combination, dass kurz anfängt so die Maschine, also praktisch die Suchmaschine, ja, die ganze Festplatte angefragt nach dem Suchbegriff Combination. Wissen Sie, was ein Combination ist? Nein, da habe ich das. Ich hab's gespürt. Ich hab mir gedacht, ich hab diese Augen gesehen, wie sie, vollkommen, ja. Sie müssen sofort bitte gleich fragen. Wenn irgendwas unklar ist, sofort fragen, ist überhaupt kein Problem. Nein, ich verstehe das ja, weil schauen Sie. Ich habe ja mittlerweile ein sehr breites Publikum. Ja? Man, schauen Sie den Nachbarn an. Der ist sicher, der ist anders als Sie. Also, es ist ein breit gestreutes, breit gefächertes Publikum. Ja? Das heißt, ich habe jüngere Herrschaft drin, ich habe ältere drinnen, ich habe dünnere, ich habe dickere, ich habe gescheitere, ich habe blödere, schönere, schiechere, linkere, rechtere. Also, ein total gemischtes Publikum. Ja? Und das muss man aber an jeden irgendwo recht machen, weil man will ja keinen Kunden verlieren. Nicht? Und das ist sehr, sehr ein Grenzgang manchmal. Jetzt muss ich zum Beispiel aufpassen für die älteren Herrschaften, dass ich nicht so oft Budern sage. Ja, was ich verstehe, weil für die ist es nicht angenehm. Entweder wird man erinnert an Grauslichkeiten, ja, oder noch schlechter, man wird erinnert an das, was man versammt hat und weiß, das geht sich in der Inkarnation nicht mehr aus. Ja, oder einfach, ja, okay. Umgekehrt wieder bei jüngeren Herrschaften muss ich aufpassen, dass ich Ausdrücke verwende, die im heutigen Sprachgebrauch zum Beispiel gar nicht mehr üblich sind. Wie zum Beispiel Respekt, Demut oder eben Combination. Genau. Gut, also für dich und für alle diejenigen, die nicht wissen, was ein Combination ist, kurz zur Erklärung. Ein Combination, das ist das, was deine Großmutter sicher früher unter dem Hauskleid getragen hat. Ja, also diese Omas haben ja so gern Hauskleider gehabt, weil die ja so viel gern zu Hause waren und hoffen, haben sie auch nicht herzeihen können, weil sie nicht so wie die Lockenwickler und so, das hat nichts gleich geschaut. Jetzt hat man sie in ein Hauskleid gesteckt, die Hausfrau. Der Hauskleid, das war so ein Stoff, das hätte ein Tischdecken auch sein können oder ein Duschvorhang. Das war, ja, so mit Blumen oder irgendwas. Und zwischen Hautschweiß und Hauskleid war dann diese Combination, so als Trennmittel. Und das Hauskleid war damals aus einem ganz modernen Werkstoff, das war ein Verbundwerkstoff. Das war damals so ein Viskose, Trallon, Perlon, Nylon, ja, Gemisch. Das heißt, es war vollkommen bügelfrei, ja, abwaschbar und leicht entflammbar. Das heißt, so eine Oma hat gut brennt. Ja, die haben sich oft selber entzündet bei der Hausarbeit. Wenn die Hände geschwitzt, so grimm, husch, weg war es. Und die Combination, das war jetzt nicht das feierfeste Gewandel dazwischen, die hat genauso gut brennt. Ja. Die Combination war eher so für den Opa so überraschungseiartig. Ja. Und um dieses Hauskleid in eine Form zu bringen. Ja, weil wenn der Körper sich ja verformt irgendwann. Ne? Das, da alles irgendwie so. Du die Schwerkraft und jetzt wird das alles irgendwie wieder in der.
Dass du halt siehst, das ist das Klarl, das ist der Duschvorhang. Dass einfach ein Unterschied da ist, ja. Das waren dann meistens so Fleischfarben, diese Kombination mit so Spitzeln und so. Und sagen wir so, was für die moderne Frau von heute der vorgetäuschte Migräneanfall ist, das war damals die Kombination. Also wenn die Oma in die Kombination gekauft ist, hat der Opa gewusst, jetzt geht er mit dem Hund Gassi. Auch wenn er keinen Hund gehabt hat, das war wurscht, Hauptsache er war weg. Also das nur kurz. Zur Erklärung wegen der Kombination. Ich habe jetzt das furchtbare Gefühl, dass ich mich furchtbar verplapper. Schon die ganze Zeit. Ist ja wurscht. Wie spät haben wir denn schon? Sie haben die Uhr, ich habe die Zeit. Ne? Na, eh schon. Na gut, zuerst. Geht schon. Gut, okay. Also, wer möchte diesen tollen alten Koffer öffnen, der applaudiert bitte jetzt. Na, das wird aber. Ja, das macht's. Gut, damit haben wir's. Der Vollständigkeit halber gibt es also einen kindischen Lillifee-Schultaschen-Geschichte-Geschasse. Gut, wer möchte, dass ich den Lillifee-Koffer aufmache, der applaudiert jetzt. Haben Sie irgendwas nicht verstanden? Gut. Okay, wurscht, schauen wir, was hat denn die Fondmessung ergeben? Das ist ganz interessant, dass heute erstmalig der Lillifee-Koffer ganz knapp vorne liegt. Ach du, mein Sohn, Clementa. Gut. Okay, Schatz, mir ist wurscht. Ja, wenn ihr glaubt, ihr seid eh so gescheit, na bitte, dann spülen wir halt den Schatzkoffer. Mehr als dass ich einen Tipp gebe, kann ich nicht machen. Mir ist wurscht. Ja, aber beschweren Sie nicht im Nachhinein, dass er Blödsinn war, sie sich selber ausgehört. Ob jetzt wasche ich meine Hände in Unschuld, soll mir recht sein. Aber da muss ich mich fügen, weil eine klare demokratische Entscheidung soll so sein. Ja. Blöd, dass ich heute schon um 7 in der Früh gewusst habe, dass ich natürlich diesen Rosenkoffer haben wollen, so wie bei allen 197 Vorstellungen davor auch schon. Aber genau das ist nämlich dann wirklich gelebte Demokratie. Ja. Sie glauben, Sie können irgendwas entscheiden. Ist doch super, oder? Ist doch schön. Drum geht man ja dann auch alle 5 Jahre aufs Gemeindeamt, statt zum Frühschoppen. Ist auch eine Form der Kofferwahl, wie wir ja alle wissen. Wobei erinnert dich dem an, die hingängen. Weil sonst gab es halt die anderen auch nicht. Das ist eigentlich ein einfaches Prinzip. Wenn ich nicht Muscheln essen tue, habe ich keine Muschelvergiftung. Das war alles so einfach, man soll es nicht glauben. Gell? Gut, meine Damen und Herren, Sie haben sich heute, jetzt werden Sie selber über sich selber gleich lachen, Sie haben sich heute für das Weihnachtsspecial entschieden. Am 2. Juni, ich gratuliere. Gut, mir ist wurscht, soll so sein. Dazu gibt es auch eine wunderbare Bühnendekoration, ein kleiner Umbau. Ja, naja, wann, dann machen wir das richtig. Naja, der ist Bühnenbüterböll. Na, erst pass auf, der, was glaubst denn du? Schau her, das machen wir ganz nett, wenn wir das jetzt anzünden. Ja, schauen Sie das einmal an. Sollte jetzt zufälligerweise ein Theaterpolizist oder Feuerwehrmann oder irgendein anderer Zwangsneurotiker herinnen sitzen, das ist kein echtes Feuer, sondern ein Bühnenfeuer. Das ist digital, also das ist auch, absolut. Nicht heiß eben. Ja? Wollte nur dazu sagen, kann nichts passieren. Sollte doch irgendwas sein, ich bin so noch dran, ich schlatze aus. Also wenn irgendwas ist, ja, gut. Aber vielleicht, dass man das sieht, was für eine schöne Stimmung das ist, kann ich die Technik kurz bitten, kannst du mir ein bisschen das Licht so runterfahren, dass man da ein bisschen was von dem mitkriegt? Ist doch, was, das geht's? Kriegt man richtig? Jetzt warm ums Herz. Ja, wunderbar. Ja, dann habe ich noch was da drinnen in dem, in dem Köfferchen, das da, das ist nicht das Textbuch. Gleich vorweg, weil ich habe keinen Text, wird ihn vielleicht schon aufpassen sein. Ja, das ist mein Klassenbuch. Ich habe das vor einiger Zeit eingeführt. Und zwar deswegen, es hat ein paar Vorfälle gegeben bei meinen Vorstellungen. Und jetzt mache ich es immer so, falls sich jemand daneben benimmt, gibt es eine kleine Eintragung und derjenige wird dann nie wieder in seinem Leben für mich Karten bekommen, wird aus dem Ö-Ticket-Register rausgestrichen und die Herren Haderndorfer haben sich dem auch schon angeschlossen. Ja? Gut, fangen wir gleich einmal an. Wer hat denn heute am Anfang aller 4 gesagt?
Afrikaner auf einmal. Aha, verstehe. Gut, einmal lassen wir so durchgehen, nur ab jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft, tratschen, gell, und so. Handy leiten lassen, ja, Blätstellen mit der Combination, sind alles so Sachen da, leider, ja, gibt es eine Eintragung. Gut, okay, so, Weihnachten. Da gibt es ja von mir aus dem Regenerationsabend eine ganz, ganz berühmte Geschichte, eine legendäre, wo ich erzähle, der heilige Abend bei der Familie Thüringer. Da war ich damals ein kleiner Bub, wo ich im 10. Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, wirklich dann das Chaos ausgebrochen ist, da ich den Schlapf in Lust eingeschossen habe und so. Jetzt ganz ehrlich, wer kennt denn die Geschichte? Wer kennt es? Ja? Ah, doch einige. Wunderbar. Toll, ja. Also für alle diejenigen, die Geschichte kennen, brauche ich es nicht erzählen, weil die kennen die Geschichte, ja. Praktisch schon. Und für alle diejenigen, die Geschichte nicht kennen, die haben jetzt eh gesehen, wer aufgezeigt hat. Lass uns das von denen erzählen, weil mir raucht es schon so bei den Uhrwaschen aus. Das erzähle ich sicher nicht, das ist ja Blödsinn. Ja. Ich möchte lieber die Gelegenheit nutzen, jetzt ein bisschen ernsthaft. Das haben wir eigentlich unerwarteterweise recht lustig gehabt, also ich schon. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen ernsthaft über Weihnachten nachdenken. Weihnachten, das Fest der Liebe. Ja? Da ist irgendwann einmal irgendwo was schiefgerannt. Offenbar. Ja? Weil sonst wäre es jetzt nicht das, was es ist. Und es ist ja so, dass wir nicht einmal wissen, wer Weihnachten erfunden hat. Aber irgendeiner muss sie erfunden haben, weil sonst war sie nicht da. Das ist bei allen Sachen so. Wenn einer nicht den Eiffelturm erfindet, ist er nicht da. Weil den Eiffelturm bauen kann auch jeder Schlosser, der schwindelfrei ist. Ja? Du musst die Idee haben, dass der passt. Und genauso auch bei Weihnachten. Es ist so, dass Weihnachten sehr, sehr oft mit Gott in Zusammenhang gebracht wird. Jetzt sage ich einmal, gehen wir davon aus, es gibt Gott. Davon müssen wir eigentlich ausgehen, denn würde es Gott nicht geben, dann wären wir ja das Intelligenteste im Universum. Schauen Sie vielleicht morgen in der Früh im Spiegel und denken Sie über das nach, was ich gesagt habe, und Sie werden morgen den lebenden Beweis von Gottes Existenz im Spiegel sehen. Das ist dann eine kleine religiöse Erfahrung wahrscheinlich. Ja? Und es hat der Gott, wobei, was heißt der Gott? Vielleicht ist schon das falsch, vielleicht ist schon der Ansatz der Gott. Aber das ist bei uns drinnen in der Programmierung der Herrgott, der liebe Gott. Ja? Wir wissen es ja nicht, ja? Weil die Wissenschaft ja bis heute Gott noch nicht gefunden hat. Die suchen ihn schon lange, keine Frage. Nicht? Also alles, was die tun, alles, was die rechnen, überall, wo die hinschauen, es geht nur um die Suche nach Gott. Ja, zuerst haben sie lang in den Himmel aufgeschaut, ja, haben dann irgendwelche Raumschiffe, so kleine Raumschiffe, so kleine Sonden da mit Teleskop haben sie so aufgeschossen, ja, irgendwo in ferne Galaxien, wo sie hinschauen und glauben, dass du dann auf vier schaust, Edge, oh passt, haha. Ja. Das wird nicht passieren. Jetzt haben sie gedacht, na, da oben ist vielleicht nicht so gut, schauen wir lieber rein. Momentan schauen sie lieber die Physik rein in die Materie. Ja, und dann ist draufgekommen, dass es Materie gar nicht gibt, in dem Sinn. Ja, was schon mal ein guter Ansatz ist. Also wir sind noch immer so deppert und glauben, das ist ein Tisch. Dabei, klarerweise wissenschaftlich, Elektromagnetismus. Ja, du meinst, so deppert muss sein, dass du glaubst, so ein Tisch, wo du es hinstellen kannst, da weiß ich, sind das nur Schwingungen. Nicht? Also, ja, so weit sind wir halt noch nicht. Und sie hoffen, dass auch irgendwo, wenn wir reinschauen, in die Atome, in die Elektronen, Neutronen, in die Quarks und Strings, dass dann auch wieder der sagt, Alter, das habt ihr doch. Ja, also sie haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann haben sie es. Ja, oder haben es oder was auch immer. Nicht? Sie finden halt wie Gott, und dann dauert es nicht mehr lang, gibt es dann beim Baumarkt Messgeräte, wo du Gott messen kannst. Du kaufst ein Gerät bei der Kasse im Angebot, wo du dann musst, was bist, schaltest du ein, wie viel Gott haben wir da? Ja. Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, das ist, ja gut, das ist eine Kirche, nicht? Aber, ja, aber trotzdem. Und sie werden draufkommen, es ist nicht der Gott, wie wir lang geglaubt haben, sondern sie kommen drauf, es ist zum Beispiel das Gott. Ja? Oder noch schlimmer. Stell dir vor, die kommen drauf, es ist die Gott. Na, dann hätten zum Beispiel einige Herrschaften Erklärungsbedarf. Also die uns jetzt ziemlich lange Zeit, weit über 2000 Jahre, ziemlich mit der angeschaut haben, müssen sich dann was überlegen. Ja, dann müssen die wirklich Religionsführer gehen ja sowieso auf Nummer sicher, die halten sich ja alle Optionen offen, weil deppert sind die ja nicht. Der eine zum Beispiel, der eh bekannt, der Sektenführer da. Nein, ich bin so deppert.
Benedikt. Benedikt, genau. Dürfte ein Künstlername sein. Der war ja, bevor er Papst war, war er ja Großinquisitor. Der war der Präfekt von der Kongregation für Glaubenslehre. Das war früher das Heilige Offizium und das war das, die Inquisition. Das haben sie nur umgenannt, praktisch, damit es nicht mehr so auffällt. Nicht? Und der Benedikt, der war irgendwann einmal in Mariazell wandern. Wahrscheinlich haben sie ihn da eingeladen, haben nichts gekostet. Ist er wandern gekommen. Ja, und was macht der? Ja, der geht ja nicht umeinander jetzt mit der Gore-Tex-Hose und mit dem Soft-Chili-Ackerl, wie sie sich gehört. Nein, der haschelt umeinander mit dem Kleidl. Na warum? Na weiß ich nicht, diese Option immer offen hält. Da denkt sich, na was ist, wenn ich da jetzt doch Mariazell hatsch und die Wissenschaft kommt da drauf, es ist die Gott. In dem Moment kann ich schon sagen, na sehen Sie, ha, schauen Sie mich an. Wir haben sie immer gewusst. Und wir benutzen sie auch nicht. Ha? Außer zum Eigenbedarf. Ha? Aber sonst gar nicht. Ha? Jetzt ist ja so, was wir schon über Weihnachten wissen, dass es ursprünglich ein heidnisches Fest war. Wissen Sie das? Genau. Es hat geheißen. So genau. Für das bin ich da. Sie, wie gesagt, es ist keine Prüfung heute. Ja, Sie können mich alles fragen, ich baue sie auf für den Assinger. Wir werden sehen. Also, ja, da sind Sie vorhin dabei. Das ist das Fest der unbesiegbaren Sonne. Und das hat einen Grund gehabt, dass sie das gefeiert haben. Das begann nämlich am 21. Dezember. Das ist der Tag, an dem die Tage wieder länger werden. Das heißt, ab jetzt geht's bergauf. Und das haben die Heiden, die Römer, zum Beispiel auch gefeiert. Aber richtig. Also die haben tagelang durchgefressen, durchgesoffen. Römisch halt. Also das ist kein Vergleich mit einem Feierweihheiligen auf jeden Fall. Also wirklich, da ist die Post noch angegangen. Und dann ist aber mit dem Römischen Reich was passiert, wie wir alle wissen, also zumindest wie wir es in der Geschichte gelernt haben. Der erste römische Kaiser, der sich zum Christen bekehren ließ, war der Kaiser Konstantin. Hey, der Kaiser Konstantin, das war 313, sagen wir, oder irgendwas, nach Christus war das, ließ sich der dann einfach zum Christentum bekehren. Das war jetzt ein Kaiser, der dachte, der erst, mir ist wurscht, wo ich bin, Hauptsache ich bin Kaiser. Wir hatten immer einen ähnlichen Finanzminister, wenn Sie ihn vielleicht erinnern, ja, hat er sich auch sicher gedacht, der erst, mir ist wurscht, wo ich bin, Hauptsache ich bin Minister. Ja? Und später dann hat er geheiratet. Was ich auch dachte, der Hauptsache sie ist reich. Ja. Und der Kaiser Konstantin hat sich ganz einfach mit die Christen, die ja damals schon gar nicht gemacht waren, auf ein Backel gehabt. Ja. Gab es Koalitionsgespräche, Sondierungsgespräche und die haben sich eigentlich die Welt neu aufgeteilt. Du, wenn man sich das leisten kann, wer macht das nicht? Hörst, nicht? Dann sind gleich mal hergegangen, haben die ganze Bibliothek in Alexandria angezündet, weil das ganze alte Wissen, das heidnische, einfach praktisch auf einer Festplatte, halt handschriftlich aufgeschrieben war, angezündet. Also, wie wenn man eine Reset-Tasten drückt oder neu formatiert. Wollen Sie wirklich formatieren? Ja. Alle Daten werden gelöscht. Ja, wollen Sie wirklich? Ja, haben wir gesagt, schwupp, weg war's. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war plötzlich alles anders und da gab es verschiedene Arbeitsgruppen und eine Gruppe hat sich gekümmert um die Festivitäten. Und da kam es dann zur Sprache auf dieses Fest der unbesiegbaren Sonne. Und da haben die Heiden gesagt, pass auf, das ist unseres, da brauchen wir diskutieren, das ist eine Tradition bei uns, das ist unser Fest, das bleibt ein heidnisches, tolles Fest. Haben die Christen gleich mal dagegen gehalten, nein, so ist es nicht, so ist nicht. Das müssen wir schon noch genauer, da müssen wir, nein, also so, da müssen wir noch genauer, weil das ist, na geh, seid ihr deppert, das ist unseres, ich meine, das ist ja wirklich, wir fressen und saufen da tagelang durch, und das machen wir auch, an dem wird es entscheiden, also das würden wir auch machen und wir würden das sogar erweitern, so als kleines Angebot. Wir würden uns zum Beispiel dabei gegenseitig was schenken. Haben die Heiden gesagt, was heißt gegenseitig schenken? Na ja, gegenseitig schenken, nicht? Ich schenke dem einen Saturn-Gutschein, der schenkt mir einen Mediamarkt-Gutschein. Haben die Heiden gesagt, sag mal, das ist wohl angerennt. Ja, aber das weiß noch keiner. Ja, okay. Und warum tatsächlich was schenken? Ja, warum? Weil einer Geburtstag hat zum Beispiel, nicht? Also, und wer genau
hat Geburtstag. Das ist wurscht, den findet man, das ist das Wenigste. Ne? Und da haben sie wirklich geschafft, die haben das wirklich geschafft, dass sie aus diesem heidischen, tollen Fest ein christliches Fest, nämlich Weihnachten, das Fest der Liebe wurde. Und der die Idee gehabt hat damals, ja, in dieser Arbeitsgruppe, mit dem gegenseitigen Geschenken, na, den haben sie ausgelacht, der war das Gespött im alten Rom, das ist der Trudel mit gegenseitigen Geschenken, nicht? Dabei war er ein Prophet. Er hat es nicht erleben dürfen, seinen Erfolg, weil es hat eine Zeit dauert. Ja. Post 2000 Jahre später. Ja. Erst durch den Bau der Shopping City wurde aus einem wirklich vollkommen sinnlosen Fest der Liebe wurde endlich etwas Wichtiges, nämlich ein Wirtschaftsfaktor. Ja. Das Weihnachten, das wir heute so schätzen kennen und uns jetzt schon so drauf freuen. Ja. Weil wir wissen alle, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Also ich bitte Sie wirklich, schauen Sie, dass der Wirtschaft gut geht. Tun Sie nicht immer sich selber da im Vordergrund sehen und Ihre eigenen Bedürfnisse. Um das geht es nicht. Ja? Es geht um das große Ganze. Es geht um die Wirtschaft. Also wenn Sie sechsmal bei einer Wurzelbehandlung sitzen, ja, dann sind Sie deppert zu dann, ja, sind Sie entspannt, sagen, da, ich brauche keine Spitzen. Fahren Sie eine. Nein, ist mir wurscht. Ich weiß, der Wirtschaft geht's gut. Ich spüre es nicht. Tun Sie eine. Ja, kein Problem. Ja. Wobei die Geschichte, die uns, also mir als kleiner Bub über Weihnachten erzählt wurde, war wieder ganz eine andere. Ja, das war damals, ich war damals ein kleiner Bub, damals noch mit B, also nicht mit Benehmen, das war ich nie, sondern mit Bekenntnis. Mittlerweile bin ich ja OB, also ohne Bekenntnis, weil irgendwann fängt man selber zu denken an. Und damals halt noch war in der Leistungsgruppe Röhm-Katt. Damals schon mit Kat, das war eine sehr fortschrittliche Gruppe offenbar. Und wir haben da, das habe ich echt gern gehabt. Das war recht lustig, weil wir haben da so einen bladen, stinkerten Kaplan haben wir gehabt. Ich meine, das stinkerte Kaplan überhaupt nicht böse oder abwertend oder überhaupt nicht, der hat einfach gestunken. Ja, das, ja, weißt du, sehr dick und selten gewaschen. Das ist oft so eine Kombination. Ja. Weil der ja viel in sich hineinstopft und der Körper ja nicht mehr weiß, wohin mit diesem ganzen Dreck. Und dann muss der irgendwie alle Schleusen halt aufmachen. Ja, und dann ist man halt froh, wenn man weit hinten sitzt, weil die Geschichten hört man, aber man riecht sie nicht. Ja. Und die Geschichte, die uns dieser kleine stinkende Kaplan damals über Weihnachten erzählt hat, das war eine Geschichte von drei Königen. Das ist wirklich lang her, das ist fast 40 Jahre her. Ich kann das wirklich nur mehr so jetzt aus dem Gedächtnis. Also es gab dann angeblich drei Könige. Das glaube ich. Warum nicht? Ja. Und diesen drei Königen, denen war Fad im Schädel. Das glaube ich auch. Wer König, was hat dazu? Nicht viel. Nicht? Der fängt irgendwann um 10 Uhr Vormittag ins Hackeln, um 2 Uhr ist er fertig. Also fast ein Beamter. Also. Und dieser eine König war mit seinen Amtsgeschäften fertig. Das heißt, alle Folterungen, alle Hinrichtungen, alles, was zu tun war, war erledigt. Was macht er? Ruft einen anderen König an, klarerweise, weil ja, sicher, ne? Gleich und gleich. Gesellt sich gerne und ruft ihn an, so, hörst du, pass auf, ich bin mit der Hocken fertig, wie schaut's bei dir aus? Also, ja, du, bei mir passt's auch. Also, einen haben wir noch vier Töne, so wie er, dünner, der reißt leicht. Also, das hat auch nicht mehr ewig, dann hauen wir noch irgendwas rein und dann machen wir was. Ja, dann eine Leihwand, super, machen wir einen drauf heute. Soll ich mir den Negerkönig anrufen? So der, ja, jetzt ruf an, Negerkönig, weil der hat Zeit, der sagt, hörst du, bei mir passt es auch da. Also, ja, einen kochen sie mir noch, den easy, aber dann eigentlich geht's bei mir auch. Und dann haben sie halt irgendwo getroffen und haben sie einfach auf die Biersch gehabt, wie man so sagt, und waren unterwegs durchs ferne Morgenland. Jetzt nicht so wie heute, König und unterwegs waren jetzt mit also kein Ferrari, kein Aston Martin, kein Humber, kein Porsche Cayenne, kein Lamborghini, Kamel wahrscheinlich. Kamel oder weiß ich, Maultier oder irgendwas, aber doch schon mit einem Navigationssystem, beachtlicherweise. Zwar nur ein analoges, aber immerhin, und zwar ein Stern. Der sich genauso wenig ausgehend hat wie unsere modernen Navigationssysteme. Also, der war eigentlich einmal komplett verloren in der weiten Welt, nicht? Beachten Sie bitte, wenn die Straßenverkehrsordnung, Route wird neu berechnet. 1 und 1 und 1 und 1 und 1 und 1. Bitte wenden! Bitte wenden! Also, irgendwann einmal waren die da gern und sie kamen in ein Kaff namens Bethlehem. Vergleichbar mit, Gerersdorf. Also,
Also der Ortschaft, wo eigentlich nicht viel ist, wo die Gehsteig um 6 auf 8 zusammengeholt werden. Dort war wirklich alles schon zu, sogar die ortsansässige Blashütten. Also, Beverly Bethlehem Hills war schon zu, nicht? Der angefressen, der König, also gar nichts los, Nagelstudio zu, ein Witz, ja. Haben recht umeinander gefeiert, haben mit den Stern geschimpft wahrscheinlich. Das Einzige, was offen gehabt hat, das war ein Stadel. Ja? Das war damals die Bethlehemer Tenne, glaube ich, so hat das geheißen, das war so ein Après-Ski. Hinten muss es gewesen sein, tut aber auch eher schon ein bisschen zuspielen. Also der DJ Ötze war schon am Weg heim, den Hansa hinter sich haben sie gar nicht reingelassen, war Frisurenkontrolle. Ja, der DJ Ötze hat das Begeln kennen, hat sich schnell was gekegelt vorher, hat sich reingeschummelt. Und da war gerade eine Veranstaltung am Ausklingen. Aber jetzt halt so eine Veranstaltung, wie wir uns vorstellen in einer Disco heute, so halt eine Miss Wet T-Shirt Party oder sowas oder Bacardi Cola 1 Euro. Nein, es war eine öffentliche Ausschüttung. Also eine Geburt, wo man zuschauen hat können. Und da platzen die eine. Und da haben sie aber geschaut. Da sind die König reingeplatzt, ja, denken sich, dass auf einmal kommen sie gerade wie praktisch das kleine Scheißerl. Und da waren sie fertig. Also da waren sie wirklich. Haben sie nicht gewusst, was sagen sollen. Das haben sie ja vorher noch nicht gesehen. Ich meine, Tötungen viele. Immer gerne, hätte ja. Aber Geburt. Da haben sogar die drei Vogeln erkannt, dass es sich hierbei um einen heiligen Moment handelt. Weil ja jede Geburt, wie wir wissen, ein heiliger Moment ist. Ich meine, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal bei einer Geburt dabei war. Rechnen wir mal die eigene vielleicht nicht dazu, weil die kriegt man nicht mit. Nicht? Gott sei Dank, das ist ja von der Natur so vorgesehen, da fällt ja vor der Effi. Man wollen sie dabei sein, ehrlich. Ich meine, nein, das ist nicht groß. Also das ist, ja, man bleibt hängen, dann zahlen sie an. Nein, das ist gut, dass er fällt. Nicht? Aber wenn wir jetzt. Wenn wir jetzt bei einer. Sonst bei einer Geburt einmal teilgenommen hat, das ist schon was Bewegendes. Nicht? Und man hat so einfach das Gefühl, dass hier ein neuer kleiner Gott auf die Welt gekommen ist. Und wahrscheinlich ist es auch so. Nicht? Wir kommen ja im Prinzip alle als kleine Götter auf die Welt. Wir wissen es nur nicht. Ja? Und die anderen sagen es uns nicht, weil sie es wieder vergessen haben. Ja? Man kommt als kleiner Gott und endet als alter Trottel. Ja? Dazwischen ist etwas, das heißt Leben. Und so sind die dann gestanden, die König da waren betreten, weil sie es dabei gehabt haben. Und jetzt haben wir nicht was dabei, das ist aber unangenehm. Jetzt irgendwas, haben wir irgendwas? Mannerschnitt, habe ich nicht gar nichts gesehen. Irgendwas, nichts. Ja, es ist, ja. Weihrauch, Myrrhe, ja, auch nichts. Ne, hinten einstecken, schauen, aber brennt man. Das ist ein deppertes Geschenk. Ne? Ja. Und dann sollen angeblich diese Könige Folgendes gesagt haben: ja, der ist viel besser als wir. Jetzt haben wir es erkannt. Ja. Wir sind doch so feste Trotteln. Das soll unser neuer König sei. Und recht haben sie gehabt. Wenn sie es gesagt hätten, sie haben es aber nicht gesagt. Nein. Also, ich meine alles an der Geschichte, glaube aber genau an dem Punkt nicht. Kein König dazugeben, dass ein anderer besser ist als er, weil in dem Moment war er schon kein König mehr. Das ging ja blitzartig. Also, die Geschichte, glaube ich, dem dicken Kernkaplan nicht. Ist eine liebe Geschichte, aber ich kann es irgendwie nicht glauben. Ja. Und das, obwohl ich selber im Unterschied zu vielen anderen, ja, eine religiöse Erfahrung gehabt habe. Ja? Also eine religiöse Erfahrung ist etwas, wie soll ich sagen, ist ein Unterschied zwischen religiöser Erfahrung und Religion ist das, bei einer religiösen Erfahrung weiß ich was, weil ich was erfahren habe. Bei einer Religion weiß ich nichts, glaube aber das, was andere behaupten, dass sie es erfahren haben. Was meistens sich als Lüge herausstellt. Das ist ein grundlegender Unterschied. Ich hatte aber wirklich eine religiöse Erfahrung. Ich hatte nämlich, das lassen Sie mich bitte nicht aus, ja, ich hatte eine Heiligenerscheinung. Ja, da war ein kleiner Bub, also das, ich war daher nicht betrunken oder irgendwas, nicht auf irgendeinem Trip unterwegs, gar nichts. Ich hatte wirklich eine Heiligenerscheinung, das war damals, ja, 6, 7 Jahre alt gewesen, im 10. Bezirk im Gemeindebau, schön sind das vor, also da glaubt man, dass er heiliger Hilfe hat. Aber ich habe den Beweis, weil sie so lachen, pass auf, ich habe den Beweis da. Sie werden es gleich erkennen können. Ja. Es stand der heilige Nikolaus plötzlich vor der Tür damals. Ja. Heiliger Nikolaus, ein Bischof aus der Türkei ursprünglich, also war einer der Vorboten. Und ja.
der. Ja. Ja. Und der Niklas war dir gestanden, ja. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir war damals beim Arsch lieber gewesen, der Krampus war gekommen. Ja, weil das war nicht mehr eine gerade Geschichte. Wissen Sie, was ich meine? Der Krampus, ja, der klopft an die Tür, ja, du machst auf, der putzt dir damit die Schuhe an, ja, rein ins Vorzimmer, ja, lass stinken den Scheiß, fällt aus der Pappen, ja, rennt der Mutter nach, greift ihr auf die Titten, ja, haut mir mit dem Reisig einen am Arsch, in dem Moment hätte ich mich umdreht, ja, einen in die Eier, den da, kennst den und einen in die Zähne, dann steh auf, stinken, da, komm, was ist, weißt du alles? Dann steh auf, was ist, ja. Hm. 10. Bezirk, das kennen Sie wahrscheinlich nicht. Ne? Also ich würde jeden Berchtenlauf, jeden alpinen Berchtenlauf, würde ich raten, einmal eine Runde durch die Bealpen-Hansen-Siedlung. Ja. Ui, da war es gleich vorbei. Wenn der erste Krampus brennt, war es gleich vorbei. Ja. Aber ich bin der Vater, hätte sich dann furchtbar aufgeregt. Hör auf, ich Krampus hab, bist wahnsinnig. Ich habe jetzt schon der Papa hat abgefangen, war Notwehr. Ne? Also, das war eine gerade Geschichte. Und beim Nicolo geht das nicht. Weil der steht ja vor der Tür auf nett. Ja, auf alt, auf weise, schön angezogen, weiße Handschuhe, Stock, ja. Den kann sie bei der Tier anfangen, bei den Eiern nehmen und sagen, huch einmal, ja. Da drin, im Vorzimmer, irgendeinen Scheiß erzählen und zusammen ein bisschen vor der Mung ins Leere, haben wir das auf der Reihe? Das kannst du nicht machen. Ja. Das heißt, du musst brav, da schön anzogen, stehen im Vorzimmer. Ja, ja. Der hört dann gefreut sich schon, jetzt kannst du was holen vom Nikolaus. Ja, der weiß auch alles, nicht? Und dann schlägt er auf sein großes, weise Buch, das große, weise Buch, der Nikolaus, nicht? Und liest den ganzen Scheiß vor, der eh schon im Mitteilungsheft gestanden ist. Was die eh schon unterschrieben haben, weißt du, was ich meine? Da hörst du das, der weiß es, der Nikolaus weiß es alles. Ja. Und natürlich muss der Nicolo, weil er psychologisch sehr gut geschult ist, muss er natürlich auch was Positives sagen. So wie zum Beispiel, habe ich gelesen auch in meinem großen Buch, dass du im letzten Jahr, ja, ein Jahr älter geworden bist. Das war's, ja, tut mir leid, mehr ist es nicht. Ne? Natürlich hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er weiß, dass er nichts anderes ist wie ein Auftragskiller der Eltern. Ja, tut mir leid, ich habe nur meine Pflicht getan. Und als kleine Wiedergutmachung, ja, hat dann praktisch als Bestechung mal immer einen Sack mit Süßigkeiten in die Hand drückt, der Nicolo. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, gut, passt. Ja, muss nächstes Jahr wiederkommen, nicht? Ja, der kleine, gierige, türige Bub gleich gestirlt im Sack und sich gefreut und... Ein Apfel, Sie erkennen das. Haben Sie aufpasst in der Naturgeschichte, nicht? Schaut was an. Ja, ein Apfel. Genau die Apfel, die mir meine Mutter damals auch immer in die Schule mitgegeben haben. Hat, nicht, weil so gesund sind wegen den Vitaminen. Nicht? Ja. Nicht die Leihwanden, die großen Grünen, die was schmecken wie ein Haarshampoo. Ja. Die da, diese, die hat sich nicht mehr für eine Farbe entscheiden können. Schauen Sie, diese verhustelten, diese frisch, saftig. Genau. Ja, der hat die DVD da. Siehst du? Ja. Ein Nachbar in oben versaut. Ich hab gesagt, das, ja, auf das hat jetzt gewartet. Ich hab gesagt, hoffentlich kommt das. Ja. Super, gratuliere. Genau. Ja. Ja. Das geschissene Apfel. Was machst du, wenn du jeden Tag in die Schule einen geschissenen Apfel mitkriegst? Du weißt nicht mehr, wohin damit, weil das Bankfach ist einfach irgendwann einmal voll. Du hast eines Tages eine Obstfliegenzucht in deinem Bankfach, ja? Vorne aus dem Spalt, rinnt raus, der Apfelmost. Bitte, was machst du, wenn du jeden Tag so einen geschissenen Apfel mitkriegst? Eintauschen. Das ist noch am besten gegangen. Und zwar eintauschen gegen die Autobilder vom Autoalbum. Das war damals wie ein Buben in den 70er Jahren. Das ist so wie jetzt wahrscheinlich bei den Kids, dieses Fußballalbum mit den Fußballern. Ja. So war es damals das Autoalbum bei uns. Das hast du haben müssen. Das hast du gekauft im Zugangsschild um 5 Schilling. Das war ein leeres Album, da war nichts drin. Das war viel Geld, 5 Schilling damals. Ja. Und du hast immer so Sackern gekauft, um 50 Groschen, glaube ich, wo 3 Bilder drin waren. Und dann ist es darum gegangen, wer hat als erster das Album mit den richtigen Pickeln zugepflastert. Das war eine interne Klassenweltmeisterschaft. Das ganze Leben hat sich nur mehr dran und deppert nach den Pickeln. Es hat nichts anderes mehr gegeben auf der Welt. Ja. In der Pause am Gang alle hysterisch, hab ich nicht. Jeder. Es gibt keinen, der nicht das Album gehabt hat. Also kein stimmt nicht, weil die Malen zum Beispiel, für die Malen hat es was anderes gegeben damals, das war ein Walt Disney Album.
Aschi, so mit Bambi und Cinderella und mit Schneewittchen. Das muss da mal sammeln, nicht? Drum sind sie ja auch nicht Gott, nicht? Ja. Aber wir halt haben gerade das Richtige. Das Autoalbum. Und da war ein Pickel dabei, das war extrem schwarz am Kriegen. Das war damals der 72er Lotus vom Emerson Fittipaldi. Jetzt auch alte Festplatten, stimmt's? Emerson Fittipaldi? Das war ein Formel 1 Weltmeister, das war ein Brasilianer, Emerson Fittipaldi. Sowas wie der Niki Lauda. Ja, nur roh. Ja, und. Und. Da. Der Emerson Fittipaldi hat gehabt einen schwarz-goldenen Lotus, ja. John Player Special hat der umgestellt gehabt. Und wenn's das Pickel gehabt hat in einem Album, na dann war's nicht der große Hero. Ja, ich hab nicht gehabt. Aber, nein, das war wurscht. Weil ich bei Glück gehabt. Ich hab nämlich unseren Klassentrottel angestoppt, wie der rauskommt aus dem Zuckergeschäft. Wir haben nämlich bei uns einen Klassentrottel gehabt, muss ich dazu erklären. Wobei, das muss ich nicht dazu erklären, weil ich glaube, ja jeder einen Klassentrottel gehabt in seiner Klasse. Das gehört eigentlich zu einer gut funktionierenden Klassengemeinschaft dazu. Du brauchst einen Tafellöscher, einen Klassensprecher, Klassentrottel. Bei Klassensprecher und Klassentrottel als Doppelfunktion geht sich schön aus. Ja. Und in Wirklichkeit ist es ein Klassentrottel, ja, eine Persönlichkeit. Weil das ist jemand, den merkst du dir ein Leben lang. Wer sonst in der Schule neben mir gesessen ist, aber keine Ahnung mehr, nicht? Aber in Klassentrottel, jetzt ganz ehrlich, wenn jeder sich kurz zurückgeht an die Schulzeit, ja, Augen zumachen, ja, genau, der Ding Jössers, ja, wo er, ja, der Jö war jetzt, ja, mein Gott, ja, nein, ist doch so. Und wenn man sich jetzt nicht erinnern kann, jetzt überlege ich. Ich überlege gerade, wer war das bei uns? Nein, ich weiß, wer es war, nur wie Hakaso. Der Geschissene, genau, der Geschissene. Ja, der Geschissene war es. Das war, glaube ich, auch ein Künstlername. Der war nämlich nicht deppert, der Bub, der hat nur Pech gehabt. Der hat nämlich damals am ersten Schultag hat den seine Mutter ins Schul gebracht, wo schon mit deppert ist, und noch dazu mit einem blauen Skoda. Und damals war aber Skoda noch ein Skoda. Also das war jetzt nicht ein Passat für einen Sparefroh, sondern es war wirklich ein Scheißhäusl. Der Bull ist ausgegangen, es war ganz klar, na, das ist er. Nicht? Hey, Geschissener! Ich heiße aber nicht Geschissener. Ob jetzt schon? Und genau den Geschissener habe ich angestoppt, wie rausgekommen aus dem Zuckergeschäft mit den neuen Autobild in der Hand. Nicht? Hey, Geschissener! Komm her mal. Du bist hergekommen, sag ich da. Ja, was ist? Ich muss gar sagen, was ist, ja. Schaut's aus, hat den 72er Lotus doppelt? Nein. Hab ich nicht doppelt. Ich hab selber jetzt gerade erst gekriegt. Fehler geschissener. Ja? Dann tausch mir gleich ein Lotus. Dann kann ich nicht eintauschen, weil ich selber gerade erst gekriegt hab. Man, was hab ich da davon? Ja? Ja? Ist ein Apfel von mir. Ja. Ich hol dir den verhutzelten Apfel. Der hat mich geschissen. Ist der Tschuk aufs Auge? Hehe, traust dich nicht. Bam! Und dann hat er mir geschenkt. Und ich war sicher der gewesen, der das Album als allererste fertig gehabt hat. Wir haben dann, glaube ich, gefällt. Im Endeffekt, wenn es viel war, waren es, was wir mir gefällt haben, drei Bilder, mehr nicht. Und dann habe ich ein Pech gehabt. Das war Samstag, wir im Schulhaus, ich den oben auf die Straße, hab gerade so eine Mutzgade. Ja. Wirklich ein Mutsitz, ja, weil Gott die Mutter vom Geschissenen, dem im Plan Skoda, sich, glaube ich, 10 Minuten lang in der Parklucken reingekantelt hat. Die hat nämlich eingepackt ohne Lenken, das muss man gesehen haben. Nein, die hat nicht gelenkt, die hat nachgeschoben. So. Scheinbar angerannt. Ja, ich bin gleich hergegangen, hab genommen die Schultasche vom Geschissenen, hab's ausbeilt, ja. Hab auf den seinen Federpenal umeinander gekauft. Jetzt nicht besser, aber was, nur einfach auf hinmachen halt und so, ja. Und wie gerade die Tinten aus der Pelikan so ausgespritzt, höre ich von weiter Ferne diesen unverkennbaren typischen Boxerklang. Mein Vater mit einem alten Erbsenspeibgünner, 59er Käfer, kommt um die Ecken. Ja, ein 30er ohne Hitzeschild. Der hat mich früher noch nie von der Schule angeholt, weil es nicht notwendig war, weil wir ums Eck gewohnt haben. Und haben so eine gute Idee gehabt, ich und die Mutter,
waren gerade Großeinkauf machen, einmal im Monat beim Bam Bam. Ja, war damals so üblich. Und am Heimweg haben sie gedacht, na, da hol ich meinen Buben, na sicher, da hol ich mir das Bulli, da gefreut er sich, na sicher. Die ganze Klasse ist gestanden im Spalier. Hitlerbugi, Straßendudel, Gugelbursche. Nein, ich bin geniert. Ja. Ich bin da hinten drin gesessen in diesem erbsenspeibgrünen Geschwür zwischen den Bam-Bam-Sackeln. Bulli, ist irgendwas? Ist das schlecht? Hast du Apfelhahn vielleicht? Nein, ich hab Apfelhahn. Dabei, den alten Käfer, den hätte ich vielleicht ausgehalten. Ja. Nur, mein Vater hat genau um 17 Minuten länger zum Auspacken gebraucht als die Mutter vom Geschissenen. Auf diesem sind sie hergegangen, die ganzen Beilen aus der Glas, oder Kameraden kannst du auch sagen, sind eh so Arschlöcher, sind dann hergegangen und haben dann mein Autoalbum zugepflossen mit den Schneewittchenbildern von den Weiber. Damit du jetzt aber nicht im. Damit ich dem heiligen Nicolo da jetzt Unrecht tue, es waren natürlich schon immer Süßigkeiten auch in dem Sackel drinnen, nicht? So, also auch Schokolade-Nicolo zum Beispiel hat dabei sein müssen, nicht? Und bevor der noch bei der Tier draußen war, der Nicolo, nicht? Hab ich gesagt, hey, Nicolo! Voodoo! Und die Mutter hat mich geschimpft, nicht? Bist du wahnsinnig? Ja. Nicolo, zusammenfressen! Kannst du nicht einteilen? Nein, das ist immer so einteilen, ne? Das ist immer so der Spruch daheim bei mir, wenn wir Süßigkeiten gekriegt haben, du hast aber einteilen. Ja. Weil ich so ein Gierrammel, was hat meine Mutter immer gesagt, du bist ein Gierrammel. Das sind so Kinder, die sich nichts einteilen können, ne? Die wollen sich einstopfen. Einzelkind, ne? Typisch die Angst, dass ein anderer was wegfrisst, obwohl keiner da ist. Das ist ganz normal, ne? Ja, ja, ganz. Wir fangen an. Also, ich sag Ihnen, wenn Sie nicht da waren, ja, war er schon weg, der Nicolo. Also, das, ja. Nein, das ist so. Wir haben zum Beispiel zu Hause auch bei uns keine Süßigkeitenlade gehabt, was normal ist, nicht? Wann haben Sie eine Süßigkeitenlade zu Hause? Ja. Zwei. Na ja, zwei kleine wahrscheinlich, nicht? Ja. Nein, das ist ja nicht schlecht. Eine Süßigkeitenlade ist nicht schlecht. Das hat man halt daheim, das ist so ein. Ein Lot, den man in der Kugel hat, oder im Wohnzimmer, oder im Schlafzimmer, je nachdem, wie man es praktiziert, wo kleine Leckereien drinnen sind, ganz einfach, kleine Belohnungen. Einfach, wenn man irgendwann einmal einen geschissenen Tag gehabt hat, nein, das ist so 365 Mal im Jahr, auf die Nacht, lade auf. Betthupferl halt, ne? So, 250er Neuseite oder so, ne? Wobei, das ist kein Betthupferl, das ist ein. Bett fest betonieren, weil da bist du dann reingenogelt in den Matratzen. So was haben wir nicht gehabt, wir hatten keine Süßigkeitenladen. Weil sie zusammengefressen, die Mutter hat jetzt auch für die Laden hier wahrscheinlich leer gefressen in der Sekunde. Nicht? Das Einzige, was wir schon gehabt haben, das war dann oft meine Rettung, war eine Backutensilienlade. Ja? Vielleicht kurz wieder für die Jüngeren zum Erklären, Kuchenbacken. Ja? Kuchenbacken ist jetzt nicht zum Billa gehen. Ja, kaufen, auftauen, fressen. Kuchenbacken ist aus Rohstoff einen Kuchen herstellen. Ja? Und da gibt es dann eben verderbliche Rohstoffe, wie zum Beispiel. Kuchenschokolade ist nicht sehr verderblich. Das, nein, eben nicht. Eier, Butter, Milch, das kommt in den Kühlschrank. Und dann gibt es eben die Lade für die Sachen, wie Sie sagen, richtig Kochschokolade. Die kann es irgendwann einen Lall geben, das sind so Sachen, die haben wir halbwegs seit wie Oran 237. Das überlebt uns alle, nicht? Da war eben drin die Kochschokolade. Das war für mich ein gefundenes Fressen, sobald die Eltern aus dem Haus waren, nicht? Ich meine, so eine Kochschokolade, man, das ist ein Haken auch, so ist es nicht. Und das Interessante an der Kochschokolade ist, dass man von der Kochschokolade nicht zunimmt. Nein, von der Energiebilanz her, weil du zum Beißen genauso viel Energie brauchst, ja, und zum Verdauen, wie die hat, also es geht sich auf null aus. Ne? Da tun wir auch da bei einem Gang, 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 ja. Aber, bis ich zugestopft war, weißt du, unten dicht, oben dicht, ja,
Nichts eine, nichts aus, ABC-sicher auf jeden Fall. Und da waren noch in der Lade waren drin, das war auch lustig, da waren dann drinnen so, das waren so, bitte? Ja, auch, Obladen, auch genau, ja. Aber es, was drin waren so Zuckerguss, so, nicht Zuckerguss, so Kugeln, so Streusel, das hat sicher einen Namen, das ist wie Globuli, stellen Sie sich vor, nur bunt und ungesund, können Sie sich das vorstellen? Das hat man dazu verwendet, wenn man schlichtweg zu blöd war zum Tortenglasieren und lauter Pots reingebracht hat, hat man die Füller mit den Kugeln kaschieren können. Das ist so, wenn man zu blöd ist zum Straßenasphaltieren, hat man einen Split auf. Ja. Und dann waren noch drin in der Lade solche Ampullen, das waren so Glasampullen, das hat arg ausgehört, von Dr. Oetker. Da hat meine Mutter nicht geglaubt, das ist urgesund, weil es ja von Dr. Oetker ist. Genau, das war na klar. Nicht? Und das waren so Backaromen, das hat es gegeben, verschiedene Geschmacksrichtungen. Da hat es, glaube ich, gegeben Bittermandel, Rum hat es gegeben, Vanille wahrscheinlich, Zitrone, ja, genau, sie kennen sie eh aus. Nicht? Und das gehört einmal verdünnt, glaube ich, so 1 zu 27.000. Ich habe das gleich das Bittermandelflaschel einmal sehr, so. Also da bist du weggeschossen. Also da bist. Ja! Ich war irgendwo unterwegs. Ich weiß nicht. Ich bin der Mandelland. Und ich muss ehrlich sagen. Na, schön. Also. Ja, seitdem keine Angst mehr vom Tod. Und ich bin ein bisschen hängen geblieben. Ganz ehrlich, mir passiert es heute noch, wenn ich so in einer Leberkasse immer alleine beiße, dass man den Herz. Ein bisschen Bittermann, das schmeckt alles. Also, und dann waren drin, wie wichtig sind die Obladen. Das war klar. Die Oblate auch. Und das ist ja, aber das habe ich nie als Nahrungsmittel angesehen, weil ein Obladen, das ist ja. Ich meine, ich habe es dann auch in der Gier auch gefressen. Ich muss eine Oblate. Ich meine, da hätte ich vom Rigipswandel abbeißen können. Also, ein Obladen ist doch wirklich. Wer braucht das? Nein, ich meine, hat natürlich auch seine Verwendung, keine Frage. Wird verwendet. Okkult, und zwar eine der größten Sekten in dem Land, die Katholensekte, die verwenden es ja bei anderen Veranstaltungen, die haben am Sonntag in ihren Meetings und da treffen sie sich und harmlos mittlerweile, Gott sei Dank, also harmlos, also sollen tun, was wollen, das tut keinem mehr weh. Früher war es schon, also da war es nicht so mit den Kartoffeln. Also, wenn du ein bisschen rothaarig warst oder was, ja, war es gleich auch unten auch nicht so. Belustigung von den anderen. Also, da waren sie nicht so nett. Nicht? Ja. Aber ist halt so. Aber heute ist es relativ harmlos. Im Vergleich zu früher noch immer schlimm genug, aber kein Vergleich. Nur die, die hingehen, die meinen es gut. Ja. Sind schön angezogen sogar. Und dann gibt es einen, der ist besonders bunt angezogen, das ist der Moderator, der draußen steht. Und dann werden sie halt gemeinsam Gedichte aufsagen und dann miteinander singen, dann miteinander tanzen. Und bei Tanzen, glaube ich, tanzen nicht, das heißt, nein, ich glaube, das ist bei den Katholen. Der Katholengott ist eher ein strengerer Gott. Der, glaube ich, der das Tanzen nicht sehen will. Das ist ja interessant bei den ganzen Offenbarungsreligionen, ist es ja so, die glauben alle nur an einen Gott, nämlich an einen richtigen, aber alle an einen anderen. Das heißt, die haben untereinander noch nicht miteinander geredet, was im Zeichen des Internets läuft, da mache ich so ein Gottforum, schreibe es eine unser, schaut so aus, was macht der gerade, und dann findet man wenigstens einen Kompromissgott, und es war endlich eine Ruhe auf der Welt, aber nein, just am Ende, und der Katholengott ist halt ein strenger Gott, also das ist eher ein strafender, zorniger Gott machen wir. Und wenn der zum Beispiel da jetzt jemand in der Kirche wie getanzen sägert, war der angefressen. Das, das schauen wir sicher nicht an! Man, wo sind wir denn erst? Man, es gibt Grenzen auch! Man, die Singerei ist schon für mich! Aber, man, da, danke für diese Schöne! Das, wo sind wir denn bitte? Ja? Aber die Tanzerei, das können wir nicht mehr da denken, sag ich da, ja? Ja, das schicke Körper in die Höhle, weh, Mann! Wer bin ich denn? Und da war er wirklich angefressen. Nicht? Und lustigerweise, derselbe Gott ist bei anderen Dingen wieder ein total liebevoller, ein total verzeihender Gott. Ja? Wenn der Kardinal jetzt mit dem Ministranten spielt zum Beispiel, magst du greifen? Das wird hart, wenn du willst, mich stört es nicht. Gell? Kannst du festhalten. Nicht? Ja. Da. Da sagt dann derselbe Gott, na das stört mich nicht, da die Tanzerei schaut sich nach, das ist widerlich. Und je nachdem, wie man es halt will. Und dann gibt es halt dann bei der Veranstaltung eine Pause.
die wir auch jetzt bald haben werden, und ein Buffet. Und was verteilen sie dort? Hubplatten. Ich meine, und ehrlich, ich meine, das kann es doch nicht sein. Ich meine, ich erwarte mir nicht, dass jetzt ein Sushi-Buffet dort steht und Nudelsalat und irgendwas. Nein, aber ein bisschen bemühen. Was auch Oblot, dann nimmst du die Pappen, ja? Du wirklich. Okay, bitte, ja? Das sack dir aus, das ist jetzt. Ja? Das ist wie Löschblau, ja? Stehst du da? Vom Moderator, nicht dehydrierst, nicht nur der. Der ist jetzt schon mit Wölschriesling und sagt dir, du. Trocken, gell, ja, ich kenne das. Hallo, ich denke mal. Was war denn da dabei, wenn sie sich einfach ein bisschen bemüht hätten? Was war denn da dabei? Ich meine, diese Kardinalschnitten, ja, diese Ministranten, die mir eh nichts tun. Jeder von denen hat eine Schüssel. Ja, der eine mit einem Gorgonzola-Aufstrich, der eine mit einer Erdbeermarmelade. Hey, dann stößt du ja, dann hast du Leib Christi, siehst du da bekannt? Bekannt, Gorgonzola bitte, das streichen da ein bisschen Gorgonzola auf. Aber ich denke mir, dem richtigen Gott, oder der Gott, ja, dem war es wurscht, wenn es noch was schmeckert. Ja, war doch so, denke ich mir. Ja, wie spät haben wir jetzt? Ich plaudere so viel. Viel noch schlechte, hör auf. Also ich hör auf. Nein, pass auf. Okay, dann machen wir jetzt ganz was. Nein, das kann nicht sein, um Gottes Willen. Nein, pass auf, dann machen wir jetzt folgendes: Viertelzähne. Die wetzen mit dem ORF. Nein, weil eine Stunde war ausgemacht, erste Halbzeit und dann. Ja. Pass auf, dann machen wir jetzt folgendes: tun Sie jetzt einmal so, wie Sie jetzt normal immer tun. Ja? Ich weiß nicht, wie das üblich ist. Sie wissen selber, wie Sie da tun. Ja? Lassen Sie jetzt nicht davon stehen, dass ich jetzt da sitze. Das vergessen Sie gleich wieder. Ja, sind Sie ganz entspannt. Ja. Wissen Sie, ich habe noch nie in meinem Leben eine Pause gesehen. Jetzt sind wir da. Jetzt schaue ich mir da heute einfach einmal eine Pause an. Ja? Sie können auch sitzen. Mir ist das wurscht. Sie können gern, das ist mich, Sie können auch sitzen bleiben. Das ist mir vollkommen wurscht. Nur es passiert nichts. Ich tue jetzt nichts. Ich sitze da. Ja, ich rede da nichts. Wenn sie gescheit sind, gehen sie ins Bisch oder holen ihnen ein Bier oder was, nicht? Aber. Ja. Naja. Aber gerne. Gerne, gerne. Machen Sie ihnen doch keinen Stress. Bitte. Ah. Sehr gut. Was? Na ja, geht. Ich hab schon bessere Pausen gesehen. Aber es kann ja noch werden. Viel, ja, wie lange Sie wollen? Na, ich hab nichts zum tun. Die Pause mache ich wegen Ihnen. Und wegen einem Kobra, weil der ja ein bisschen Avarie haben will. Autogramm? In der Pause, sag einmal. Okay, pass auf. Das ist das Film, was der Autogramm will. Sie wollen ein Autogramm? Okay, pass auf, meine Herren, wir machen Folgendes. Ich gebe Ihnen gerne ein Autogramm, ja, aber der Kuli gehört mir. Ist das ein Deal? Ist das ein super Deal, ja? Also, ja. Der schreibt den aber, warte. Sicher mache ich das wirklich. Was heißt, der macht das wirklich? Sagen Sie mal, Mann, haben Sie einen, der schreibt auch? Ich meine, was machen Sie mit dem? Ist der nur fürs Ohr oder für die Nase oder. Will ich gar nicht wissen, für was. Ja. Okay, ich nehme mal was trotzdem und unterschreibe ihn mit denen. Ja. Der gehört an mir, ist in der Ecke, oder? Gut, nein, ich sag's noch nicht, dass Sie glauben, Sie gehen einen Kugelschreiber zurück. So, viel Spaß damit, ja? Wo wollen Sie das denn hier haben? Ah, wo Thüringer steht. Das steht ja nur so klar, Thüringer, das ist ja ein Witz. Naja, was auch, Juni muss stehen, da. 9.10. Ach so, das ist schon das Neue. Super. Herzlichen Dank für den Kugelschreiber. Viel Spaß mit dem Autogramm. Habt ihr einen Kugelschreiber? Also, dann mache ich das jetzt so, nehme ich mal einen Unterlag. Wow. Und eine Holztabletten.
Der Grund meiner Verkühlung ist immer der Arschvulkan. Weil wegen dem Arschvulkan das Wetter so schlecht ist und deswegen bin ich verkühlt. So, Kugelschreiber habe ich schon. Pass auf. Fast wie eine Audienz, gell? Das gefällt mir eigentlich, gell? Wenn ich einen Ring hätte, lasse ich den mal küssen. Ich schreibe da ganz geschissen. Schauen wir mal, was hinkriegen. Ja, genau. So, da, bitte sehr. Kugelschreiber, danke. Bitteschön. Mit Kugelschreiber, herzlichen Dank. So. Bitte sehr. Haben Sie einen Kugelschreiber? Müssen Sie einen Namen besorgen, ich habe selber leider keinen. Na, wirklich, ist kein Spaß. Schauen Sie, wenn Sie jetzt da stehen, ja, und umeinander zoben, verscheißen Sie Zeit. Organisieren Sie schnell einen Kugelschreiber, dann haben Sie ein Autogramm. Das ist sinnvoller. Ja, aber das, bitte sehr, gerne. Servus. Ah, was hast du? FH Wien. Da gehst du nicht hin, oder? Wie bist du gleich? 12. Ui, da waren ein paar Sachen, die wahrscheinlich nicht so. Ui, das tut mir jetzt echt leid. Das mit Campus hauen und so, das war nicht so richtig. Ah, bitte sehr. Der biegt. Ich möchte gar ein Diagnosezentrum. Ich möchte gar nicht wissen, wo der drin war, warum er biegt. Ah, Hämorrhoiden. So, bitte sehr. Ich danke Ihnen. Sie haben keinen Kuli, dann müssen Sie auch noch auftreiben. So wie die Dame. Ja. Jetzt steht er 5 Minuten aufgestellt da, ja, und sagt dann, ich habe leider auch keinen Kuli, statt dass er sich in die 5 Minuten einen Kuli organisiert. Die Leute, gell? Das ist echt der Wahnsinn. Ja. AMS. Ja, was ist das? Ich muss einmal meine Kulis dort auf Zeiten kommen. Ich danke Ihnen. Na und? Perfekt, oder? Was tun wir, zurückfladern? Was tun wir denn zurückfladern? Ne? So, bitte sehr. Nein, ich hab. Nein, leider. Das bin ein Ansatzschmäh. Weißt du? Ah, komm, bemühen, Kugelschreiber auftreiben. Schau, die Mama ist schon da, das ist doch super, nicht? Ja. Bitte sehr. Na, lesen können Sie sowieso nicht, weil es ist ja meine Unterschrift, die kann man nicht lesen. Das ist nämlich meine Schrift, die Geheimschrift. Super, ja. Bitte schön, ich danke Ihnen. Sicher, bitte? Keine Ahnung. Es geht darum, dass ich es habe. Nein, da geht's. Nein, muss ich jetzt wirklich auf die Finger stecken? Muss ich jetzt wirklich? Ja, treib einen Kugelschreiber auf, bist der große Bub. Aber der ist schon einer, schau her. Eh nicht, der gehört mir. Jetzt. Jetzt, sag einmal. Schlammer, ja. Für deine Mutter, ja. Was ist denn der Schreib da? Ich glaube, ich muss jetzt meine Kugelschreiber in Sicherheit bringen, weil da fladern sie wie die Rotzen in dem Theater. Ist gell? So, da. Na, schau, ein bisschen was ich sah. Nicht so schlecht, oder? Ist okay, da habe ich ewig keine Freude damit. So, da. Legen wir da her. Und das Autogramm? Bin schon unterwegs. Das ist egal, ob ich da jetzt hinten drin sitze, ganz fad. Ja, Allah, ist was machen die da in der Garderobe jetzt? Heilt der mit Bad Waltersdorf?
Super. Und ist was wohl mit Pilz, oder? Nein, sicher, na klar. Nicht noch einen, na klar. Ja. Geht's eh? So. Ja. Jetzt hören wir auf zum Handy halten. Ja, jetzt wollen wir so machen. Ja, ja, das ist. Bitte. Oh, schon weiß ich, ja, danke, ja. Du hast schon eins was gesagt. Ist schon so lange her, da. Ist nicht mehr aktuell? Wobei, von meiner Seite aus schon, also. So. Bitte, ist was geworden? Ah, sehr gut. Gut. Ah. Dann hat es das Talent vom Papa, nicht? Ja? Jetzt kaufen Sie aber schon ein nächstes Level her, oder? Euro 2008 ist schon gewaschen gehört zumindest einmal jetzt. Ja. Was ist jetzt? Sie geben einfach einen Kugelschreiber ohne Gegenleistung? Ja, danke. Na, singen, wünschen Sie das nicht, dass ich singe. Ja. Ja. Grüß Gott! Ich habe ehrlich gesagt nur einen besseren Kugelschreiber gefunden. Einen besseren Kugelschreiber? Der ist aber echt super. Pigmentliner. Das ist aber geil. Ja, den nehme ich gern. Ist es in Ordnung? Echt, danke. Puh. Was ist Pigmentliner. Das kann schon was, ja. Außer schreiben. Schreiben tut er nicht so super, aber er klingt verdammt gut. Pigmentliner. Flacher, achso, muss ich. Ist das, glaube ich, ja, ja. Für was verwendet das? Wahrscheinlich fürs Geodreieck und so. Für das schultechnisches Zeichnen, ja. Ich habe noch mit Federn damals gezeichnet. Ja, ja, der lacht schon wieder deppert, der lacht immer deppert. Ja, wir mit Duschfedern haben wir gekackelt. Das war so ein. Du hast so einen kleinen Behälter gehabt. Und unten ist die Dusche rausgegangen und da hast du immer die Dusche einführen müssen und dann ist ganz vorsichtig und mit der Rasierklinge dann das, was du falsch gemacht hast. Katastrophe. Hallo. Ja? Sie glauben auch, alles, was ich sage, ist lustig. Der ist aber lieb. Stefanie? Du bist die Stefanie? Das ist dein privater Kuli, da steht Stefanie um. Den gibst du einfach so her. Was bleibt da über, gell? Sehr gut, ne? Ja, nehme ich gern Stefanie, du. Super. Das ist mein erster Stefanie-Kugelschreiber. Danke. Super. Ist mir lieber. Ist mir lieber, es steht Recker um. Ist irgendwie persönlicher, oder? Der AMS. Das klingt so arm. Ja, ja, jetzt haben wir es, glaube ich, mit der Pause. Schaut so aus. Wir waren vorbei. Ich habe einen schlauen Plan gehabt, muss ich ehrlich sagen, der war offenbar nicht wirklich funktioniert hat, muss ich leider sagen. Ich habe ja die große Hoffnung gehabt, dass ich diesen Schmäh mit der Pause, dass ich auf der Bühne bleibe, dafür nutzen kann, dass ich ihn irgendwo sehe, aber ich habe ihn, glaube ich, nicht wirklich entdeckt. Aber ich hätte mich jetzt schwören können, der kommt sicher in die Vorstellung, aber weiß nicht. Bitte? Ja. Ein Starscheißer Kerl. Wenn er sich spielt. Glaube ich. So, ich glaube, das letzte Mal vor 25 Jahren mit Lukas ist er da jetzt gespielt. Nein, das wäre da. Der Herr. Das war, nein, muss ich das jetzt erklären. Liebt auch Brot, gell? Der Leibgristi. Süß oder bekannt? Nur ein Foto, gell? Jetzt ein richtiges in Action. Passen Sie auf. Die Sache ist nämlich diese, erkläre ich jetzt kurz, bevor wir weiter in der zweiten Halbzeit.
Wie heute, mein Auto steht da draußen vor der Tür, ich weiß nicht, ob das offen ist. Wie ist das eigentlich? So ein buntes Auto, Einzelstück, so ein kleiner Daihatsu. Und. Ah, Daihatsu, ja. Und wie ich eingepackt hab, die ist da draußen hergestanden und. Der hat das Auto so angeschaut und dann hat gesagt, das ist aber kein Amerikaner. Sag ich, nein, das ist ein Japaner. Na, jetzt bin ich aber enttäuscht, hat er gesagt. Sag ich, wieso? Na, ich dachte, ich komme mit einem Amerikaner, ne? Der ist wahr, der weiß jetzt wahrscheinlich her und ist eh schon rot wie ein Paradeiser. Aber ich möchte so dem hören. Darum bin ich auf der Bühne und wollte nur was erklären. Ich wollte ihm einfach erklären, warum ich jetzt keine amerikanischen Autos mehr habe, sondern japanische. Ja? Ganz in aller Kürze, ganz einfach. Das hat sehr viel zu tun mit der Kindheit. Weil geprägt wird man in der Kindheit, das wird erst später. Beides tut weh. Und es war so, ich bin immer 63er Jahre und bin aufgewachsen im 10. Bezirk. Und mein Vater, ja, der hatte schon damals, das war eben in die 70er Jahre, wie ein kleiner Bub war, hatte der bereits, der war seiner Zeit weit voraus, ja, hatte der kein Auto. Nicht deswegen, weil er einer der ersten Grünen war oder seiner Zeit so voraus oder den drohenden Klimawandel bereits gerochen hat. Nein, einfach deswegen, weil er keinen Führerschein gehabt hat. Also insofern eine weise Entscheidung, sich kein Auto zu kaufen, weil dann war es ja ein Stationärgerät und hat keinen Sinn. Und der Bauspar aber offenbar auch noch nicht erreicht. Das heißt, ich bin eigentlich aufgewachsen autolos. Das heißt, unser Muttertagsausflug war immer so, in 6er einsteigen, die Straßenbahn, dann die Oma irgendwo anholen, dann umsteigen in nächste Straßenbahn, nächsten Bus, ja, und nach 2 Stunden endlich mit der Oma, mit der Mutter am Kohlenberg um Schnitzel fressen und dann eine lange Reise, ja, mitten aufstehen, mit Schlechtzeit vom Essen wieder heim. Und das war dann, ich nehme jetzt eine Holztablette, ich hoffe, das stört sie nicht. Mir hilft's. Und das war halt so. Nicht? Und jetzt bin ich als Bub, obwohl ich mich nicht wirklich jetzt mit Autos beschäftigen habe können, weil wir keines hatten, ja, habe ich mich sehr gut bei Autos auskennt. Ja? Also beim Autoquartett zum Beispiel habe ich alle gewusst. Also alle PS, alle CCM von allen Typen, alles auswendig. Ich habe mich wirklich gut bei Autos auskennt. Autoalbum, was ich erzählt habe, ja, das war wirklich real damals, das habe ich wirklich auch gehabt und so. Ich für Matchbox-Auto klarerweise. Also das Auto hat schon damals mein Leben bestimmt. Ja, also anerzogener Autoholiker sozusagen. Und hab dann mit mir selber zum Beispiel immer Autoerraten gespielt. Das heißt, ich bin gesessen mit so einem Erkerfenster gehabt, bei der Quellenstraße. Da hat die Quellenstraße, der Fuß zu unserem Haus gekommen ist, eine Kurve gemacht, was gut war, sonst war der Sechser nämlich genau in unser Haus reingefahren. Also insofern war die Kurve eh gut. Und jetzt habe ich immer mit mir selber Autoerraten gespielt. Das heißt, ich bin da gesessen und habe mir geraten, was für ein Auto als nächstes um die Ecken kommt. Wenn ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel VW Käfer, war ich feig, weil das war eine 90%ige Chance. Weil das war damals, das war, ja, Opel Kadett war ich auch erhöht. Nicht? Wenn ich gesagt habe, Fiat, war ich wirklich erhöht. Da war ich genauso erhöht wie der drin gesessen ist in einem Fiat. Also, damals hat das wirklich, hat man da sehr heldenhaft sein müssen. Ja. Und das habe ich jetzt so gemacht. Dann habe ich mir eine Liste geschrieben, ah, richtig, den falsch und so. Und dann irgendwann ist es Fahrt geworden. Dann habe ich eh schon das Fernsehprogramm angefangen und ich bin vom Fernseher gesetzt. Und da hat es immer am Montag nach, die, nach dem Sport am Montag, hat die Sendung geheißen, hat es dann nachher gegeben so immer Serien. Ja? Und da waren 2 Serien, die haben mich geprägt. Die einen haben geheißen, das waren die Straßen von San Francisco. Und das andere war Einsatz in Manhattan. Also entweder der Kojak, das war der Klotzer, mit dem Lolli in der Pappen, oder der Inspector Stone, der mit dem Zwiebel im Gesicht, mit dem damals noch jungen, feschen Douglas-Burm. Und das hat immer angewechselt, je nachdem, wo der Mord war, entweder Ostküste oder Westküste. Und ich als Buben war ich fasziniert. Na, stell dir das vor, bitte. Ja. Aber wie ich das erste Mal gesagt habe, den Kojak, ja, mit seinem Buick, der hat so einen Buick, so ein Zweitüring, also ein Stadtauto, amerikanisches 6,5 Meter lang, so ein Central Buick, weil es wie so Anfang der 70er Jahre so ein Bauer, so ein unpackbares Auto, der drinnen gehabt hat, er gehabt eine Sitzgarnitur, eine richtige, so ein Schnierlsamtgarnitur, das hat ausgehört wie unsere Wohnlandschaft. Genauso breit. Ja, wir haben gehabt, bei uns war so eine Wohnlandschaft, das war damals modern, so ein Staubmilbenbiotop hat man gehabt, das war total super. Und jetzt sowas ist da gesessen, ja, der Kojak mit dem Hut, mit dem Lolli in der Pappen, Flügel heraus, mit einem Finger auf der amerikanischen Servo, der ist immer noch so gefahren.
Das war alles so automatisch, nichts gemacht. Da, auf ganz lässig, ist er gemurgelt durch Manhattan. Und dann hat er auf einmal einen Funkspruch reingekriegt, immer, der hat ein Telefon gehabt im Auto. Ja. Also ein richtiger, so ein Hörer, das war ein richtiges, so ein Bakelit-Hörer, so ein großer, riesiger Hörer war das. Ein Autotelefon, das war ja, der hat es damals nicht gegeben, Autotelefon. Ne? Weil es stimmt, der Autotelefon hat schon gegeben, damit sogar als Bub, ich selber einmal eins gesehen. Das war, wir haben nämlich, wenn es ein weiter bis die gewünscht hat, war die Knöllgasse und da am Eck, da war ein Telefonhittel. Und irgendwann eines Nachts tief da einer die Kontrolle über den R4 verloren haben. Ja. Und du hast dann nachher nicht mehr sagen können, was ist der R4 und was ist das Telefon. Das war ein Mutant, das war immer das erste Autotelefon, was ich gesehen habe. Ja. Das mir gerade eingefallen ist. Und der Coach hat dann einen Funkspruch gekriegt und gesagt: Ja, Coachek, servus, tut sie. Mord, Leiwand, wo? Brooklyn, ja, passt, pfeift, ja, so irgendwas mit dem was? Ah, ob sie schon, ich weiß noch was, nix, okay, tschüss, ja, 10 Minuten noch was, gell, warte auf mich, ja, okay, Patschi, das ist jetzt für euch übersetzt, damit es schneller geht, ja. Dann ist der Coach hergegangen, hat genommen eine rote Drehleuchte, dann haben wir tun, weil das war eine rote Drehleuchte gehabt, die hat er aufs Dachl aufgelegt, dann hat die Sirene aufgehört, dann hat er Vollgas gegeben, ja. Aus den Radkästen von dem Buick hat es rausgeraucht, blauer Rauch, der zog einen schwarzen Strich quer durch Manhattan. Ja, ist jede Kurve bis Brooklyn da quer, am Rutscher. Das Auto hat so viel Leistung gehabt, der hat bitte am Schoder gewitscht. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Und ich als Bauer, ich war fassungslos, weil ich hab das einfach. Mir war es unbegreiflich, wie das geht, dass die Drehleuchte am Dachl heute halt nicht runterfliegt. Weil die hat nicht aufgelegt, nachher mit dem Akkuschrauber, bzip, nix, aufgelegt, gefahren. Heute weiß ich, na klar, ein Magnet. Na sicher, Blechdachl, Drehleuchte mit Magnet, halt. Drum der Kalambo, wer ihn kennt. Der ist ja immer zu seinen Einsätzen gekommen ohne Drehleuchte, weil der hat so ein Peugeot Cabrio gehabt, mit so einem Stoffverdeck, der hätte schon aufladen können, nur hätte er so einen Zigarettenanzünder mit dem Kabel nachgezahlt, der ähnliche Leuchte. Also daher keine Leuchte, da war der Coachek schon. Nicht? Und während der Coachek damals da quer mit der Sirene durch meinen Hände gefahren ist, habe ich unten auf der Straße, auf der Quellenstraße gehört, la tlü, tla tla, tla tlü, tla tla. Unsere Kappe stehen da mit dem weißen Hitlerbugel. Und die Ecken kommen ganz weit weg vom der Querfahren, also ohne Hitzeschütte, weil keine Gefahr ist in der Atmosphäre verglühen. Und da habe ich immer damals als Bub naiv gedacht, in was für ein Land lebe ich eigentlich. He? Heute werde ich heilfroh. Ja, dass ich in dem Land lebe und nicht bei den Wahnsinnigen. Aber damals halt, was wir mit den Autos. Und so war es halt. Ich entweder ferngeschaut oder beim Fenster rausgeschaut. Ja. Und was noch beim Fenster unten war, da war dann gegenüber von unserem Haus war so ein Platzl. Da war ein Auto dran, da war ein richtiger Platz. Und da ist immer der Hödelmeier stehen. Kennen Sie den Hödelmeier? Hat Ihnen vielleicht auch der Hödelmeier gebracht? Kennen Sie sich an die Pickerl erinnern? Da haben sie Menschen aufs Auto aufgepickt. Mich hat, also für Österreich, der Hödelmeier gebracht. Also nicht der Storch, ja, sondern der Hödelmeier hat ihn gebracht. Da sehen Sie, wie das Auto in unsere Köpfe schon, was das schon angerichtet hat, dass wir nicht mehr wissen, ob wir das Auto sind oder wir selber. Du siehst da oft zwei Leute auf der Straße, die sich verabschieden und der eine sagt zu einem, hörst du, wo stehst denn du? Und er meint aber nicht er meint sein Auto, oder? Dass ich zu irgendwem sage, hörst du, ich muss halt noch meine Winterraffen wechseln. Also das ist schon eine ziemliche Prägung mittlerweile, so ein Automobil. Und der Hödelmeier hat immer Autos angeladen von unserem Fenster, weil nämlich auf der anderen Seite von unserem Bau, das war die Davidgasse, also Buchengasse und dann Davidgasse, war die Firma Tarbuk. Sagt das nur irgendwem was? Ja, Firma Tarbuk, das war damals der Generalimporteur für Simca und Sambim. Ja, die Autos gibt's nicht mehr. Das ist gut so. Also, ja. Die haben die angeladen,
Ja, diese Simka, die waren dann so mit so, so an Wachs waren die eingesprüht, diese Autos. So ein Schutzwachs, damit es beim Transport der Lack nicht irgendwie hinig wird. Die haben die Mottenautos haben's angeladen, hintere geführt und im Hof von der Firma Tabak haben sie das angewaschen. Das habe ich nur sehen können, wenn ich aufs Häusl gegangen bin. Wir haben das Häusl am Gang gehabt. Also, beim Gacke machen habe ich gesehen, wie der Simka aufpoliert wird. Ja, die haben den poliert, dann hat er glänzt, war noch immer schier. Nicht? Aber er hat wenigstens glänzt. Nicht? Und so war das halt. Und eines Tages sitze ich wieder beim Erkerfenster, spüre gerade Auto erraten und auf einmal kommt der Hödelmeier und ich schwöre, der hat so die Guppen rausgehauen. Stehen da auf einmal Autos um, die ich nicht kenne. Ich, der Autoquartett-Spezialist, der alle normal kennt, ja, haben wir gedacht, Alter, was ist das? Das war damals ein Datsun 240Z, hat das geheißen, also mehrere sind da umgestanden, ja. Das waren japanische Sportautos. Datsun ist das, was jetzt Nissan ist, hat früher Datsun geheißen. Und der Tabak hat ja überrissen, dass mit dem Simca, mit dem Sambin keine Zukunft hat und hat dann praktisch den Import von Datsun übernommen. Und ich habe das erste Mal so ein Auto gesehen. Ein bisschen wie ein Jaguar E-Type. Wir sind in der Fusion, so lange Schnauzen. Ja, ein Sechszylinder, ein Reihensechszylinder mit 2,4 Liter Hubraum, hat 150 PS gehabt, was für damals ein Wahnsinn war. Ein super Klang. Und dann haben die Autos so geladen. Nein, ich bin sofort gerannt, mein Vater hinter in den Schauraum vom Tabak dazu nachschauen. Na bitte, er hat groß damals 168.000 Schilling. Ein Vermögen, also unpackbar. Ja. Natürlich hat es auch nicht Datsun auch noch gegeben. Nicht? Und das war das Topmodell von Datsun, der Sportwagen. Aber es hat keine gegeben. Datsun Sherry, Datsun Sunny, dann Datsun Violet hat er geheißen, so normale Autos. Und die waren urlustig ausgegangen, diese Japaner damals. Die waren vollkommen neu im Straßenbild, damals Anfang der 70er Jahre. Die haben mir ausgeschaut, wie wenn es da ein Modell von einem Amerikaner, also ein verkleinerter Amerikaner. Wirklich, so haben die von der barocken Form her ausgeschaut. Viel Chrom um und so. Und ich hab die urlustig gefunden und mein Vater ist auch immer mitgegangen und hat gehen müssen, wenn ich dazu schon gegangen bin. Und eines Tages, ich denke bei meinem Vater am Nachkastel Prospekte. Dazun-Prospekte vom Dazun-Sherry. Ich denk mir, hey, was ist jetzt los? Ja, und dann hat er rausgeguckt, er macht den Führerschein. Er war schon Mitte 40, mein Vater, ja. Also ein Spätberufener, er macht doch den Führerschein und er wollte einfach in seinem Leben einmal was schaffen. Ja. Nicht mit 47 mehr umsteigen am Kohlenberg Schnitzel fressen, sondern einen durch das schnell hinter sich bringen. Ja. Und dafür hat er gelernt, ja, dafür hat er gespart und hat dann den Führerschein mit, glaube ich, zweimal hat er es geschafft. War sehr nervös natürlich bei der Prüfung und so, was der ältere Herr schon damals, also was heißt älterer Herr, der war ja jünger als ich jetzt. Aber war in der Wahrnehmung damals ein älterer Herr, nicht, oh Gott. Und ich habe meinen Führerschein schon. Das suche ich nicht mehr. Und dann hat er es wirklich geschafft. Er hat den Führerschein gehabt. Ja, na, das war für mich, was der. In der Schule ich nur mehr erzählt, weil der Vater macht den Führerschein mit auf unser Auto. Dann haben alle gefragt, na, was kauft er sich? Ein Kadett? Was ist ein Escort? Kauft sich ein Escort? Sag ich, jetzt bitte. Mein Vater kauft sich einen Datsun. Ah, wo ist wieder Datsun? Du kennst den bitte. Datsun am Safari-Rally gewonnen, bitte. Datsun Japanisch. Ja, ey, du Japanisch. Das wird sich schon, ne? Vater. Ist schon. Hat der kleine Thüringer, ein bisschen das Ego vom Thüringer ist gewachsen in der Zeit. Ne? Dann war es soweit, endlich Führerschein gekauft, der Vater, Bausparer angerammt, Vater das Auto kaufen gegangen. Und was hat er sich gekauft? Käfer. Ein VW, einen weißen Sportkäfer mit 36 PS. Und warum? Weil ihm alle seine Haverer, die es gut mit einem meinen, das sind die, vor denen man sich hüten sollte, ja, alle. Die Nachbarn, die Verwandten, die Haverer, die Arbeitskollegen. Ein Japaner bis 20, wenn du kaufst einen Japaner, bitte. Siehst du, ich war ein Japaner vor mir. Kein Mensch, die sind ja nicht hochtourig. Hol dich nicht, gell. Ein Japaner, bitte. Wo kriegst du eine Soße? Wo ich? Aus Japan vielleicht? Dann kannst du eine Soße nicht. Halt. Nimm deinen Käfer, du hast keine Wasserkühlung, kann ich sie eingefrieren. Lauter Scheißgerät, weil die ganze Welt ist damals schon japanische Autos gefahren, nur das kleine Österreich, nicht? Ja. Na, haben sie sich einmal ausgedacht, hat sie wirklich aus Vernunftsgründen einen Käfer gekauft. Ne? Und ich weiß, er hat dabei, in Wirklichkeit hat er gelitten. Ja? Weil in sein Herz drin hat er geträumt von dem Clan dazu. Ja? Aber weißt du, oft, die Vernunft ist halt dann oft stärker als das Herz. Nicht? Das kennt jeder aus eigener, jeder nicht, aber manche kennen es aus eigener Erfahrung. Man heiratet ja nicht immer das, was man gern pudert. Wissen Sie, was ich meine? Das ist. Ja? Oft ist ja die Vernunft da dabei. Und
Zur Ursache, da hat mein Vater einen Käfer gehabt. Für mich eine Niederlage, weil was erzähl ich in der Schule? Und ich war dann echt, ich war dann irgendwie zornig auf alles. Auf die Welt, auf die Autos, ja. Und da habe ich beschlossen, ich werde Indianer. Du musst irgendwann in deinem Leben entscheiden, was du bist. Bist du ein Cowboy, bist du ein Indianer. Und ich habe eigentlich gewusst, ich bin ein Indianer. Immer schon gewesen, ja. Schon im Kinderforschung immer als Indianer gegangen. Bei den Cowboy-Filmen immer geholfen zu den Indianern. Ja, hat ihnen nichts geholfen, wie immer zu denen geholfen. Und man hat gesagt, aber schade, wieder nicht, wieder die Bleichgesichter, die Oberhand. Ach, schade. Ja. Und der Unterschied ist der Cowboy, ja, das Bleichgesicht, fährt mit der Kutsche und der Indianer reitet den wilden Mustang. Das heißt, ich gehe auf dem Motorrad, das war mir dann klar. Dann war ich 16, bin ein 63er-Jahrgang, ein sehr geburtenstarker Jahrgang damals gewesen, 63 bei den Buben, ja. Und da hat damals das Sozialministerium eine total eine gute Idee gehabt. Die haben eingeführt diesen AJ-Moped-Führerschein. Also wer mehr Generation ist, der weiß das vielleicht noch. Da hast du einen Führerschein machen können, für das Kleinkraftrad hat das geheißen. Da hast du auf dem Moped hinten aufgekriegt, ein schwarzes Tafel mit so einem orangen Strafen. Das war so, ja, hast du halt ein Moped gehabt, das hat dann so schnell fahren können, bis es gegangen ist. Also die mit dem roten Tafel ohne Führerschein haben noch fahren dürfen an 40er, ja. Und jetzt so schnell es geht. Das heißt, der mit dem roten Tafel ist steppert gefahren, illegal an 110er, ich 68, bei meinem es schöner gegangen ist. Aber von der Lizenz her theoretisch hätte ich schneller fahren können. Ja. Und das Tolle an dem Führerschein war das, dass der automatisch, wie es dann 18 warst, überschrieben worden ist vom Moped-Führerschein auf einen richtigen Motorradführerschein. Das heißt, du hast ansatzlos von einer Buch MC50 auf einen Kawasaki Z1000 umsteigen können. Und dadurch hat sich damals dieser geburtenstarke Jahrgang auch wieder schön. Ja. Also, und ich bin, wie gesagt, einer der wenigen Überlebenden aus der Zeit. Und bin dann immer Motorrad gefahren. Das war für mich ganz normal. Ich bin Motorradfahrer. Ne? Wo sich dann irgendwie so herausgeht, dass es damentechnisch nicht so ideal ist. Weil alle meine Haver, die schon Autos gehabt haben, haben alle fixe Fremden gehabt. Ich eher so variable. Na klar, weil noch ein dritten Mal am Arsch da hinrutschen, sagen sie danke, ich fahre nicht mehr mit. Ja, oder nach der sechsten Blasenentzündung hat es auch einen Hut drauf, dann irgendwann einmal. Also, ja. Es ist ein Deppert beim Motorrad hinten mitfahren, ganz ehrlich, das ist furchtbar, das ist schrecklich, ich mag das auch nicht. Also gibt es vielleicht drei Leute auf der Welt, bei denen ich hinten mitfahren darf. Nicht? Aber so, es ist auch für den, der fortgeschissen. Ja, das ist, weil du in dem Moment die ganze Geometrie von dem Fahrzeug veränderst. Ein Motorrad ist ja im Gegensatz zu einem Auto etwas, was mit Fußtritten fortbewegt wird. Ja, ich fahre, wo jeder Trottel auf Deutsch fahren kann. Ja, ein Motorrad ist was total Sensibles. Das musst du mit den Fingerspitzen bedienen. Ja. Und jede Veränderung vom Körper bedingt eine Veränderung der Geometrie. Also das ist darum kein Psofer mit einem Auto noch alle, weil fahren mit dem Motorrad kommen sie nicht weit. Nicht? Ja. Es gibt auf der Welt keinen Menschen, der mit einem Valentino Rossi, der mit einem Motorrad gerade fahren kann. Ja, den gibt es ja. Kein Mensch der Welt kann mit einem Motorrad gerade fahren. Auch mit einem Auto können wenige gerade fahren, aber nein, das meine ich jetzt ganz ernst. Das geht ja nicht, weil das Einzige, was das Motorrad im Gleichgewicht hält, ist, dass du immer so machst. Ja, das Motorrad wird ja immer umfallen. Ja? Und die Kreislaufkräfte, die helfen ein bisschen. Das sind ganz feine, muskuläre, ja, fast kinesiologische Bewegungen sind das, ja, ja, dass das Motorrad gerade fährt. Ja? Darum ist hinten oben anhaben, ist eine Katastrophe. Und das habe ich gehasst wie die Pest. Wenn du Gas gibst, glaubst du, es fliegt da oben, wenn du da ankerst, bang, hast du seinen Schädel immer bummi. Der schlägt dich bewusstlos. Nicht? Ja, ja. Und Gott, der greift von den anderen Dingen. Aber es gibt immer Leute, die wollten das. Also ich bin nie mehr mitgekommen, also ganz selten. Einmal bin ich nicht rausgekommen. Das war damals die. Kennen Sie die Andrea Händler sicher, klarerweise. Ja. Und die Andrea, die war ja sehr lange Mitglied beim Ensemble Schlaveré, hat das damals geheißen. Da war der Freddy Dorfer dabei und die Andrea. Und Bildesige von der Reinhard Nowak und wir sind immer auf Tour gefahren. Miteinander und ich bin meistens mit dem Motorrad gefahren, wenn es passt vom Wetter her. Und die Andrea hat mich immer gesagt, geht nicht mit mir, und ich bin mir irgendwie nahe geht, ich muss früher woanders und bla bla bla. Und irgendwann habe ich keine Chance gehabt, da haben wir nur in St. Pölten gespielt, da haben wir in Wiener Klo gewohnt. Nicht? Nach St. Pölten habe ich es mitnehmen, nach St. Pölten habe ich mich mit dem Motorrad mitfahren. Na super, nicht? Habe ich gedacht, okay, wurscht, passt. Ja. Ich habe damals ein 500er CBR, so ein Honda gehabt. Und ich dachte, ja, pass auf, treffen uns auf der Hardegosen da beim McDrive, steig auf, wir fahren raus. Nicht? Aber dann hat sich irgendein Gewand gesagt, der packt sich was aus. Na gut, ne, ich komme dort hin, ich mit der Panier, nicht? Mit dem Leder, mit dem Kampfgewand. Die Händler steht dort mit so Stiefletterl, so 80er-Jahr-Style. Ich glaube sogar, sie hat sogar Franzen oben gehabt.
damit sehen kann, ob wir vorne da stehen. Weiß nicht für was. Also, eine Jeans halt und dann so ein Lederjackel, so ein schickes mit so ein bisschen Bösgerl, eine Handtasche hat sie gehabt und einen Helm hat sie sich ausgefügt. Ich weiß nicht von wem, vom Helm mir wahrscheinlich, weil sie hat, glaube ich, gehabt Kopfgröße 55, es war ein 68er, immer so. Aufgesetzt und hast du durchdrehen können. Ja. Also, wenn du den einmal angerieben hast, weißt du, lang. Ja. Der ist nicht mehr bei den Uhrwascheln hängen geblieben, der Helm. Ja, den Helm hat sie sich aufgesetzt. Und hat sich halt hinten aufgesetzt. Ja, zuerst so auf lässig. Ja, also, weißt du, so auf, nur hinten anhalten, so auf, mit dem Taschel, auf lässig. Und ich bin halt vorne gelegen. Und auch bis hier noch offen, auf lässig mit einer Hand, so was ich so. Ja, bin ich rausgeholt, die harte Gasse, nur so Draht, 2000, 3000, so. Boop, boop, boop. Nur so gemütlich, viel gefahren. Hinten umgesessen. Und dann kommst du ja, war das Anhof, ja, dann ist auf der Seite, das war früher eine Rall-Tankstelle, jetzt ist eine ÖMV-Tankstelle, ja. Und dann geht's auf die Westautobahn, da steht so ein lustiges Schild, gib dem Wienerwald eine Chance, ist da damals gestanden, ja. War das Startschild und. Da, ja. Und da immer halt. Damals doch, dem Wienerwald schon, der Händler nicht. Und genau beim Schüdel, Visier zu, zweimal runtergekackelt, ba, ba! Und oh, Austra 13.000, wow, im Begrenzt eine, wow, wow, durchgeschalten, sechster Gang, ja, am Anschlag, Hängel offen bis St. Pölten Süd. Also, so 2,20 Kilo, da hab ich schon gemerkt, ja, ja. Und dann war der Helm, so, das Taschel, in der Verkleidung drin, ja. Oh, boah, St. Pölten sind wir angefahren. Heimgefahren ist dann mit dem Dorf, mit der Diane, kann ich mich erinnern. Also, das, ja. Und das ist auch gewählt damals. Und das ist nur so nebenbei. Und ich halt damals als Bub, wie ich die Motorleit immer gehabt habe, habe ich dann schon immer gedacht, erst so fixe Freunde waren wahrscheinlich kein Felder. Nicht? Und habe halt dann mit der Mutter irgendwie verhandelt und habe geschaut, ob sie mir was eventuell, was ein Auto war nicht so schlecht für den Winter und so, und ob es mir aufs Auto was drauf gibt. Nicht? Und sie hat gesagt, ja, 500er gabert es mir. Schilling. Nein, nein, sie lacht, das war aber, hey, na, bitte. Ich habe selber 1500 gespart gehabt. Ja. Sie hat mir 500 draufgegeben und gesagt, kein Problem. Habe ich 2000 und 2000 locker Auto gekriegt damals. Ja. Und sie hat gesagt, es gibt aber eine einzige Bindung. Sag ich, Mama, was du willst. Mistgewürz aus lernen jeden Tag oder was? Sag, nein, du kaufst was Gescheites. Einen Käfer. Was machst du jetzt? Sagst du, nein, bevor wir einen Käfer fahren, na, sicher nicht. Nein, na ja, habe ich mir schon einen Käfer gekauft. Das war dann so so ein beiger, glaube ich, so ein beiger Käfer, 67er Baujahr, damals von einem alten Herrn, gut benannt, also das Auto eher nicht. Tun wir dann wahrscheinlich auch hergeben. Um 2000, also pro Rall 500er. Und schön, wie total gefleckter, schöner Käfer. Und bitte, ich schwöre, 3 Wochen später, fixe Freundin. Na wie, hat super funktioniert. Ich war damals 16, ich war 19, das heißt, sie war schon ein bisschen erfahrener als ich. Und habe mir so Sachen gezeigt, wenn man da unterwegs ist. Was ist das jetzt? Ja, das ist aber, ja, war schon irgendwie ja, überrascht, weil ich das weiß. Ich meine, ich habe auch Bravo-Heftel und so gehabt. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich auch gut ausgehend. Ich habe immer die Moped-Tests meistens gelesen im Bravo und den Bravo-Starschnitt in der Mitte rausgerissen. Habe ich hängen gehabt im Kinderzimmer damals die Susi Quattro in 4 Teile. Was sie zusammen so lebensgroß, du machst es ein Quattro, weil es in 4 Teile. Ja, ja. Aber sie hat halt immer gelesen, diese Anfragen an Dr. Heimwerker oder so. Da geben sie so, fragen sie Dr. Heimwerker oder so Bildliebesgeschichten, so abbüttelte Liebesgeschichten mit so Sprechblasen. So, das habe ich mich aber blau, wenn mich nicht interessiert. Ne? Aber die man kennt das die Geschichten da. So, hey, wo greifst du da hin? Oh, ha, huch, ha, das fühlt sich aber gut an. Ha, oh, ha, ah, in den Popo. Oh, schmeckt gut. Hm, so, hm, gut. Also, das war das. Und, und dann haben wir gedacht, wenn die mir was lernt, muss ich ihr einfach auch irgendwas beibringen. Und was war ein Einliegen, dass ich sage,
Kannst du Auto fahren? Sag ich, nein, ich bin ja 16, kann ich nicht. Wenn du willst, kann ich da lernen. Ja, weiß ich nicht, nur erst sicher, kein Problem. Nicht? Und dann sind wir auf ins Waldviertel, weil ich bin da verwandt im Waldviertel. Da sind so viele so Güterwege, wie das Waldviertel kennt, so übersichtlich, was du siehst, weit Güterwege, links und rechts Kartoffelacker. Da kannst du praktisch mit einem Saturn 5 kannst du Testfahrten machen. Also da kann ich sein. Ja? Und ich sag, pass auf, da probieren wir aus. Nicht? Und wir waren damals so leibend drauf, Alter. Das war so irgendwie eine lustige Zeit, das war am Anfang der 80er Jahre. Keine Existenzangst hat es nicht gegeben. Ja. Ich damals rot gefärbte Haare so hin, aber ich hinten so lange Zopfen gehabt, hat der Eisen da drinnen und sie aus mit einem Palästinenserschall und so. Und ich wollte halt vollkommen anti-autoritär Auto fahren lernen. Nicht? So ganz auf easy und das ist ja ganz entspannt. Ja. Nach dem 30. Mal anwiegen. Also, ich mein, du musst langsam die Kupplung. Probier mal, ganz langsam, so geht's. Ja, und so wie ich mal. Am Schluss, kannst du mich ein bisschen schnell am Schluss, du merkst ja nicht den Punkt, wo das Auto ist. Und Gas, du musst ein bisschen Gas geben. Nicht so viel Gas, nicht so viel, so schleift die Kupplung. Nein, und irgendwann ist gefahren. Ich hab's nicht geglaubt, sie fährt. Und die war fertig. Das Auto ist gefahren, sie ist drin gesessen, hat nur mal gestrahlt. Ja, die war weggeschossen. Ja. Erster Gang, ja, 36 PS haben wir aufgehört hinter ihr. Am Tacho ein 10er, jetzt muss ich der Tacho liegt, dann war es ein 7er. Ja. Und sie ist Auto gefahren. Ja. Ich auch daneben ganz entspannt und sage, und Leihwand, gell? Ja. Soll ich nebenher gehen? Du hast leichter, wenn ich nebenher gehe? Nein, okay. Ja. War super. Ja, diese strahlende Gesicht werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Da ist der Feldweg dann so gegangen in den Wald, so ein Fichtenwäldl. Und dann kam es eine langgezogene Linkskurve. Was heißt Kurve? Keine Kurve. Kurve wird es bei 180 wird's eine Ecke. Nicht? Aber sonst wird es keine Ecke. Nicht? Und da habe ich schon gemerkt, jetzt wird es ein bisschen unlocker. Sagt, du, was bei der Kurve da so genau? Du, entspannt bleiben. Ja, aber da muss ich irgendwas, muss ich da bremsen und da kuppeln? So genau, gar nichts. Du darfst einfach nur fahren. Aber ich weiß nicht. Ich, nein. Du glaubst, wir haben die wachen Qualifikationsreifen um. Wir haben so viel Traktion. Uns prackt es nicht aus. Ihr wisst es, gell? Aber die geschwitzt, was nicht früher. Ne? Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat denn schon mal so einen richtigen Clash mit dem Auto gehabt? So, das, aber wie gesagt, echt, wo du so scheibert hast. Schon. Das ist schon heftig. Das ist wirklich, also, ich hätte mir das nicht gedacht. Das hat eine andere Dimension, als wenn du vom Motor runterreißt. Beim Motor, also wenn du mit dem Motor ein kleines Problem hast, nämlich einen Traktionsverlust, dann ist es ja einfach, wie soll ich sagen, irgendwann bist du nicht mehr Teil des Geschehens, du löst dich vom Unfall. Ja? Ja? Du rutschst dann am Arsch dahin und schaust das praktisch erste Reihe fußfrei, Unterhosen wird immer wärmer, ja. Und dann siehst du vor dir, wie sich das Motor überschlägt und rechnest schon zusammen. Ui, der Tank, das wird der. Netzrahmenheck. Und das scheppert schon. Ne? Beim Auto ist es ganz anders, weil da bist du praktisch Teil des Unfalls. Be part of it. Ja? Und ich habe das einmal erlebt, das war zu einer Zeit, wie ich damals dieses Benzinbüterprogramm gespielt habe, wo ich daher Auto eine Zeit lang medial war in dem Land. Da haben sie mich alles machen lassen. Da habe ich alle Freunden gehabt. Vor dem Lanz fahren haben sie mich lassen in Südfrankreich. Und bei Gokka-Trainern mit, klar, das ist so Gokka-Trainer, wo sie mit 3 PS im Gras fahren. Da gibt es so Menschen, die fahren mit 3 PS im Gras und spielen Rennfahrer. So, ja, mit 3 PS. Mein Rennfahrer bist du dann, wenn du vom Gerät ausscheißt. Dann bist du ein Rennfahrer, wenn er so die Muffen geht vor der Kiste. Nicht? Ja, und einmal haben sie mich fahren lassen, haben sie mich eingeladen zur Semperit-Rallye, das ist im Waldviertel, die Semperit-Rallye, Rallye fahren mit einem Rallye-Auto. Mit einem Beifahrer, alles dabei. Das war der vom Achim Mörtel, der war damals Rallye-Staatsmeister, wo er den sein Trainingsauto, so ein WRC. Nein, nicht kein WRC, eine Gruppe N Subaru. Und wenn man da eine super Rallye fahren kann, man. Ne? Gut, ich habe ein bisschen Motorgas fahren können und so. Ja, ich habe schon ein bisschen Affinität gehabt zum Motorsport, aber da kannst du nicht in ein Rallye-Auto einsetzen und sagen, jetzt will ich Rallye fahren. Das ist so, wie wenn du dir einen Berg Isel aufschießt, du willst einen Skispringer. Ne? Ja, das geht einfach nicht. Ne? Ja. Man, da kannst du nur verlieren, wenn du fährst da um, also vollkommen umeinander semmeln, also sagen, was ist mit dem, bitte, was ist, macht der Besichtigungsrunde nicht? Oder du druckst an wie der Letzte und prackst ihn mit der zweiten Sonderprüfung aus. Immer für die zweite Variante. Entschieden, ja. Und zwei so steht, da ist dann so feucht Asphalt zur Kurve gekommen. Und ich hab klingt. Ich weiß nur, ich hab sicher klingt.
Ja, der Subaru nicht. Also ich bin eingelegen, aber was macht der jetzt? Und das geht dann so schnell, weil der sich keiner. Nein, ein 100er wird es gewesen sein. Eine kleine Reaktion vielleicht noch von mir, aber mit einem 80er einen in den Wald. Also das da. Kurz die Augen zu, Hand vom Lenker, damit du nicht die Finger anobrigst am Lenkrad, ja. Und dann geht es immer bam, 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 prack, bum, zack, puff. Und dann steht irgendwann die ganze Fuhr. Es raucht, es stinkt, die Scheiben vom Auto ist heraus. Eine Fichten war geknickt, ja. Du geh noch alles, ja, dann musst du bei Fahrer auch was sagen, ne? So wie, ha, jetzt haben wir angefahren, haha, irgendwas Stimmung machen, ne? Der auch irgendwie bloß, ja, das Herz hat gegangen, also das ist wirklich, also, ich sag Ihnen eins. Ja. Mit so einem Öl, ja, in den Wald reinfliegen ist wirklich heftig, ja, aber das ist nichts. Das ist absolut nichts dagegen. Wenn du dir schon 3 Minuten lang die Fichten anschaust und da denkst, das macht's jetzt nicht. Na, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich sagen muss, Herr Skrot ist ohne Lenken. Ja. Und jetzt müssen wir den Baum anschauen und alles, was du anschaust, tut fast hin. Das ist ganz normal. Ja. Ja. Mit einem Simmer. Ja, boing. Ja. Immer die Bieren angehört, sie die Bieren angehört. Ja. Der Käfer hat ausgeschaut, der war kalt verformt, um Gottes Willen, ja. Da habe ich meine Mutter anlegen müssen, aber irgendwas hat sie einen Reh ausweichen müssen, da irgendwas, nicht? Die Alte habe ich gleich gestanzt und, nein, das geht ja nicht, ich mein, ja. Und dann habe ich gesagt, dann müssen noch wegen einem Geld das Auto reparieren, nicht? Ich selber, da habe ich bei der Firma Autometzger, auf der ersten Straße, so alte Kotflügel auf die Haufen geschafft. Und dann bin ich lang gefahren, da haben wir gute Dienste erwiesen. Bin immer in die Kaserne gefahren, auf Kaisersteinbruch damit mit dem Käfer, Sommer, Winter. Und dann sogar noch mit dem Schlawaret damals auf Tournee. Da sind wir gefahren, ich mit dem Käfer und der Dorferfriede mit der Diane. Kennen Sie Diane? Das ist ein gerade gelaufter 2CV. Das ist so. Der war motorisch unterlegen, weil der noch kommt 28 PS, ich 36. Ja. Und man eine geht durch die Auto nichts. Also, es ist eine Katastrophe. Darum haben wir dann gesagt: Hey, pass auf, wir waren zu viert, ein Techniker und das ganze Klumpert, den T2 Auto. Also, das hat schon was Unwürdiges. Nicht? Darum haben wir gesagt: Wir brauchen einen Bus. Nicht? Und ich gesagt: Okay, pass auf, wenn wir einen Bus brauchen, da kümmere ich mich drum, weil ich komme aus. Wir haben damals ein Auto gerade nicht gehabt. Ich organisiere einen Bus. Ja. Wir haben zusammengegeben und gesagt: Wenn wir alle zusammenlegen, 40.000 Schilling kriegen wir zusammen. Und um das kriegt man schon einen leimenden Bus. Nicht? Und ich habe dich gekauft, das einschlägige Fachmagazin, den Bazar. Ja, und blau so bei den Automobilen. Und bevor du zu den Nutzfahrzeugen kommst, gibt es eine Spalte, die heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, ob es den Passat überhaupt noch gibt, das heißt US-Automobile. Ja, da habe ich kurz, also US-Automobile habe ich gelesen und da habe ich alles gelesen, was ich damals in meiner Kindheit habe gelesen. Ja, was die Corvette, Cadillac, Puig, Pontiac, ja, Fuce, Welle. Und auf einmal lese ich Chevy-Bus, denke ich mir, hey, Chevy-Bus, ja. Chevy-Bus, Baujahr 78, 5,7 Liter, V8, denke mal 5,7 Liter shake man nicht, weil braucht nicht so viel eigentlich. Und Automatik, Klimaanlage, geschießte Chassis, das magische Zauberwort 250 PS. Da haben wir gedacht, ein Bus mit 250 PS haben wollen. Ja, habe ich dort sofort angerufen, bin dort hingefahren und haben den Bus gekauft. Nicht? Der hat gehört einen Autobusunternehmer. Also gestanden Autobusunternehmer Enzian, in Tirol ist der gestanden, der Wagen damals. Der hat am Dach gehabt, um 8000 Kilometer, dann wären es mehr gewesen, sei es jetzt 880.000 oder 980.000, wurscht, ja. Rost auch. Aber so, dass man es einschweißen kann, ich war total verliebt, allein den Klang. Ja. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, der kleine Thüringer, mit einem amerikanischen Auto gefahren, mit einem V8 mit 5700 Kubik. Na, da bist du entspannt. Ich bin gefahren von Innsbruck Richtung Wien. Gemurgelt, ja. Sitzt da um, 55 Miles, es ist der Wurscht. Du bist nur entspannt, nicht? Schaust dir die alle da unten an, denkst du, eure Armut kotzt mich an, wirklich. Ja, super. Ja. Ich träume heute noch manchmal vom Chevy, wirklich. Ich schwöre, ich träume heute noch von dem Bus. Also nicht direkt von ihm, aber von der Zapfsäule. Der Aral-Zapfsäule war es, ja. Im Traum bleibt ich nicht stehen. Damals ist ich bei 1236 Schilling. Da hätte man den Käfer und die Diane auffüllen können. Aber nicht nur den Tank, die hätte man komplett auffüllen können. Und das gehört, bist du deppert. Ja.
Dann bin ich draufgekommen, dass der Auspuff so oben hängt, schon der rostige Topf. Haben wir gedacht, das muss ich machen, weil das schaut nicht schön aus. Und dann war es Winter im Februar. Und da habe ich die Flex dann genommen und habe in einer, so einer Halle eiskalt, da war es kalt. Habe ich runtergeschnitten, den Auspufftopf, den Hähnchen und haben wir gedacht, na, jetzt ist schon alles, habe ich die Flex in der Hand. Dann haben wir gesagt, was stört noch? Und da habe ich gesagt, da ist noch so ein Zwischentopf, der war dann auch gleich herunter, habe ich Schwarzzeug ausgepackt und haben wir als Gasrel selber so Sidepipes aufgegeben. Dann so Auspuff, die so seitlich rausgeblasen. Das Auto hat gelungen. Am besten war es, wenn er noch kalt war. Wenn er gerannt ist, am Automatik-Jog, mit relativ hoher Drehzahl zuerst. Und dann hat er angefangen, schon langsam zum Überfetten, zum Wärmer werden. Ja. Und mit der Drehzahl runtergehen und dann hat er so ins Hatschen angefangen. Ja. Und dann bin ich gestanden, gestartet habe ich mit Starthilfe, weil bei minus 17 springt nichts mehr an. Wenn der Hof mich gegossen, bin ich gestanden bei der Kreuzung oben bei der Gumpendorfer. Fenster herund, Flügel heraus, minus 17, der Schleimbettel war gefroren, das war mir wurscht. Bin da drin gesessen, ja. Ja. Ich wollte ihm einfach hören. So. Hinten habe ich gesehen im Spiegel aus den Sidepipes so die schwarzen Wolken. Der Sprit schon richtig ausgegangen. Und sehe ich auf einmal im Rückspiegel am Gehsteig so eine ältere Dame, so eine feinere, mit so einem weißen Spitzhund. Ja. Ampel, ich denke mir, das wird irgendwie auch dran war, nicht? Weil, wie so in Staaten, nicht? Und dann denke mir, bitte wer grün, nicht? Ich hab dann, weil ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich nichts dafür, nicht? Und der Hund hat nichts besseres so wie deppert in mein Real reingeschaut, ja? Und in dem Moment macht der Chef einen Huster, Na, dem ist mit einem Rauchattackel weitergegangen, die, ja? Wirklich, der Hund war ohnmächtig, ja? Ein Aufreibfetzen an der Leine, wirklich. Furchtbar, ne? Ja. Und der Chef hat uns gute Dienste geleistet. Wir sind mal wirklich viel auf Tour gefahren, nicht? Da waren wir nicht mehr das Gespött, da haben wir uns alle ausgelacht, aber irgendwie war es schon lässig damals. Ja, ein Chevy-Bus und so. Und dann hat mein damaliger, fast Schwiegervater, möchte ich sagen, von meiner damaligen Lebensabschnittspartnerin, der hat gehabt im Köller unten stehen, ein Oldsmobil. So ein Oldsmobil, ein Delta 8, da ist quasi so ein 76er, 77er Baujahr war das. Das war nichts, das war ein normales amerikanisches Nix-Auto. Das war vergleichbar mit einem Audi oder einem Passat, aber so nix halt. Ja. Und so ein Oldsmobil hat der gehabt, nämlich zum Boot ziehen. Ja, weil der bei der Donau ein Boot gehabt hat, eben nimmer. Ja. Und ich sage, erst, du hast das Boot ja nimmer. Und da, ja, aber das weiß die Mama nicht. Nicht? So, na, jetzt wird es bald wissen. Habe ich gesagt, du, erst, weißt du, dass da gar kein Boot mehr hat? Sicher, das Boot hat er nicht mehr. Nicht? Wozu hat er dann das Auto zum Boot sagen? Ja, genau, das Auto steht nicht mehr. Was braucht er das Auto nicht? Das kommt weg. Haha. Und ich dachte, Leiwand, ich opfer mich. Und hab so, pass auf, damit es in der Familie bleibt, ich kaufe dann auch. Dann habe ich mir mein erstes amerikanisches, richtiges Limousinenauto gekauft. Also ein Coaching-Auto. Das war geil. Das war super, das war im 7. Bezirk. Oh ja. Ich kenne den in- und auswendig. Wo ich da unten gefahren bin, das kannst du dir nicht vorstellen, eine Peinigung. Ja. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, ich muss aufs Land ziehen. Also nicht nur deswegen wegen einem Auto, sondern auch, ich wollte aufs Land. Dann war plötzlich Platz da. Ja. Dann habe ich eine Halle gemietet von meinen Nachbarn, so eine landwirtschaftliche Halle. Die Leerstand ist so 300 Quadratmeter. Ja, dann ist Geld auch ins Haus gekommen, da habe ich Benzinbilder damals gespült und so und Werbung gemacht und was weiß ich alles und Kaisermühl und so. Ja, und man dachte erst, so eine Garage errichten. Ja. Jetzt muss ich mir ein bisschen an die Damen wenden, die wahrscheinlich jetzt schon lange gesehen hat, weil es nur ums Auto geht. Ja. Aber ich würde es nur dem Herrn erklären, der da mich früher angesprochen hat. Ich tue dann nicht gleich weiter. Ehrlich, gibt es nichts Schöneres wie eine Wohnung errichten? Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie stehen? Ja, es ist dann schon alles, die Sorgen sind weg. Das heißt, der Parkett ist drin, die Wände sind weiß und sie stehen drinnen, nur die russischen Luster noch nicht, die Glühbirnen, und sie sagen, hey, okay, pass auf, sieht's gar nicht durch? Ja? Ah, da kommt der Flachbildschirm hin, ja? So ein kleiner Schrank, da Ayuka, ja? Dann da kommt Kugel, amerikanischer Kühlschrank, schön mit Eismaschine vielleicht oder sowas, ja? Dann weiße Arbeitsplatten, so, Zerankoffert und so, ja? Ja, so. Hängelampen ist geil, oder? Das ist schön. Aber glaubst du, es ist noch viel schöner, in einer leeren Halle stehen, in einer Garage und sagen, okay, Corvette, Vepa,
Pickup, Impala Cabrio, das ist geil. Und dann haben wir angefangen, zwei Autos zum Zusammenkaufen. Ja? Nicht nur zusammenkaufen, aber umbauen. Also vollkommen bunt angewollene Amerikaner. Ich weiß nicht, ob das wer weiß, ich hab das halt gehabt, so 12 oder was, wären sicher gewesen, das amerikanische Autos. Nicht? Ja, stolz hat er. Also, jetzt habe ich das alles, was man als Bub gern gehabt hat, auf einmal habe ich das. Nicht? Corvette und so, bis da deppert. Ja? Und habe dann aber schon immer so gemerkt, dass es eigentlich eine ziemliche Belastung ist, der Dreck. Das ist nämlich bei all den Sachen, die wir uns anschaffen im Leben. Irgendwann werden die Dinge größer als wir sind. Kennen Sie das? Ja? Zuerst denken Sie, boah, Handy war Leihwand. Immer telefonieren können, super. Ja? Ist doch praktisch. Nicht? Und dann haben Sie das Ding. Und dann können Sie aber nur dann telefonieren, wenn er nicht ist, nicht wenn Sie wollen. Ja? Und dann leidet es immer vollkommen sinnlos. Ja, und jeder, der sie anruft, der wird sie in einer Minute zurückgerufen, weil sie ja wissen, dass er sie angerufen hat. Was ruft nicht zurück? Nicht daheim, sie gibt es nicht mehr. Ja, sie können da in ganz am Arsch gehen. Und genauso ist es bei den Autos auch. Nicht? Allein die Pickel machen bei 12 Amis. Ja? Und irgendwann habe ich schon gemerkt, das ist ein bisschen belastet. Man redet das immer schön. Nein, das ist. Geht ja, das geht dazu, ist eine Leidenschaft. Und Allah, weißt du, wenn so ein Häusl steht jetzt einmal 3-4 Monate und dann willst du vorne sein, sodass du einsteigst, machst du Raum und vorne nichts. Batterie, nichts mehr, neue Batterie einbauen. Ja. Vergaser mit Sprit auf. Und, ja. Und da habe ich schon gemerkt, der ausschlaggebende Punkt war, ich wollte mit der Corvette, schöne Corvette, tief verklebte Corvette, also meine Corvette ist so tief gewesen, die Armmaßen sind rundherum gegangen. Ja. Ja. Geiles Wagen, ja. Und ich wollte eine Ausfahrt machen mit der Corvette, hab noch 2 Stunden ins Häusl, endlich so weit, dass das hatscht, aber wenigstens rennt, ja. Und ich roll ganz langsam aus der Halle raus. Und da ist, dort wo das Garagentor einrast, ist unten so eine kleine, so eine Nase, so aus Metall, so ein, das ist, na, wenn das so hoch ist, ist viel. Genau dort hab ich mir so einen Wandel aufgerissen. Und 10 Liter Öl sind vor meiner Halle so wuff. Ich hab's reingeschoben, zurückgeschoben und gesagt, danke. Pauschalverurteilung, alle amerikanischen Autos sind Scheißhäusl und braucht eh keiner. Und weg waren sie. Das geht bei mir sehr schnell. Das geht dann genauso schnell, wie es da waren. Schwuppdiwupp, Annons aufgeben. Innerhalb von 14 Tagen waren die Autos weg. Ja, super. Und plötzlich dieses Gefühl von, boah, oh, loslassen können, weg. Eine leere Halle. Ich hab mir gedacht, super, irgendwann, wenn die Kleine mehr Boni will, ja, oder so. Oder ich ein Vorall, tue mir leichter beim Aufsteigen. Ja, super. Ja. Und ich war ein trockener Autoholiker. Wirklich, war ganz entspannt. Und dann ruft mich jemand an, den Sie heute schon kennengelernt haben eines Tages. Das ist der Erich aus Tulln, mein Manager. Ruft mich an am Sonntag, schön war das Wetter draußen, ruft mich an, was ich mache am Sonntag. So, was tust du heute? Sag ich, du, was, mit der Kleinen spielen, ich weiß, keine Ahnung, was wir machen. Nicht? Ah, kommst du nicht noch du in zur Oldtimer-Messe? Sag ich, nein, du Oldtimer-Messe, ehrlich gesagt. Wenn das sieben nicht mehr da bin, ich schon lange nicht mehr das. Aha, na schade, sag ich, wieso, was machst du auf der Oldtimer-Messe? Na, was denn? Ein Jugendtraum, ein Jugendtraum. Ich hab mir gedacht, so ein kleiner Engel, das ist ein englisches Cabrio, irgend so ein Triumphal, irgendwas. Sag ich, bitte Erich, du kaufst da eine Sorg, vergiss das. Na geh, du musst nicht schlecht machen jetzt. Ah, willst du nicht mitfahren, ich käme nicht da, sag ich, na gut, ja, komm halt hin. Geh mal Engländer schauen, was so ist, ne? Bin halt hingefahren. Ja, und eigentlich ist schon wie ein kleiner Bub. Da haben wollen. Da, Auto. Haben. Ja, der ist schön. Schau, der rollt rum, sag ich. Ehrlich, da gehen wir nicht einmal hin. Auf 100 Meter eine geschminkte Leiche. Na geh. Der ist ja rot, sag ich. Na trotzdem, auch wenn er rot ist. Da gehen wir nicht einmal hin zu dem. Ja. Und dann sieht er einen schwarzen Alpha. Einen Alpha-Spider. Das ist schon schön. Sag ich, Erich, das ist kein Engländer. Das ist ein Italiener, wir müssen schon wissen, was man. Ja, nein, was, ja, eh, ja, hast du recht. Und so ist es gegangen. Und dann sieht er einen silbernen Jaguar. Kein Cabrio, eine Limousine, so einen normalen XJ 4,2 Liter, so ein Taxi-Auto praktisch. Nicht? Der, boah, ja, kann, ja, ein Daimler, wo ist das? Ist sowieso ein Daimler. Nicht, ja? Ein Daimler, so wie ein XJ, 4,2 Liter, 6 Zylinder. Boah, der ist, sag ich, Erich, bitte, das ist kein Cabrio. Ja? Da brauchst du einen Dosenöffner dazu, dass du den aufmachst. Der ist zugelötet, ja. Ja, aber das wollte ich eigentlich wollte ich immer sowas eigentlich, nicht? Gut, wurscht. Dann ist er dort hingegangen verhandeln wegen dem Jäger, der wollte, glaube ich, 11.000 Euro oder was haben dafür. Und jemand hat gesagt, gut, dann schau ich noch ein bisschen um. Und bin in eine Halle gegangen, das ist diese, die,
Teile Halle heißt das immer bei der Messe, wo sie einfach so alte Trimmer für Oldtimer verkaufen. Ja, die nur die brauchen, die Oldtimer haben. Also ich nicht. Nicht? Bin immer da raus in die Halle reingegangen, hab mich dort umgeschaut, ich mir, Leute, was da alles umliegt, der Wahnsinn. Und sie, wir gehen im letzten Eck von der Halle, so ein Standl, und hängt dort in einem Regal ein Dazun-Schild. Ein Email-Schild, ja, mit dem Original-Logo Dazun, genauso wie es der Tabak in der Davidgossen, ja, ja. Auf der Werkstatt hängen gehabt und denkt man, das ist bockend. Das Schüler, das habe ich das letzte Mal gesehen, vor 35, vor 40 Jahren, das kann nicht sein, das kaufen wir. Das hängen wir daheim hin, das ist ja ein Wahnsinn. Und ich gehe dorthin, wie ich näher komme, ich bin ein bisschen Schausager da, ja. Komme ich hin und sehe, ich nehme dem Schüler so eine Schachtel, da war ein Modellauto, so ein Dazun 240Z im Maßstab 1:12 zum selber zusammenbauen, so ein Rallye-Dazun, und den hat er da auch offenbar zum Verkaufen gehabt, nehmen wir einen Schüttel, denken wir so, und den kaufen wir jetzt auch. Ich meine, ich werde jetzt nie zusammenbauen, außer über meinen Schlagern fällt irgendwas oder irgendeine Störung oder was. Aber wurscht, das kaufe ich mir, und das ist auch wurscht. Also, geht dort hin, sag, jetzt pass auf, ich hätte gern den Schüttel, geben Sie mir, und den 240er zum Zusammenbauen, den nehme ich mir auch. Sagt er, aha, ja, ja, also, ja, schon, nur das ist eine Arbeit, das wissen Sie, das ist wurscht, das mache ich, muss ja nicht gleich machen. Nicht? Nein, aber man kennt sich ja da aus, sage ich, nein, Entschuldigung, fast Ingenieur, also, ja, also, das werden wir zusammenbringen, ne? Das picken wir irgendwann einmal zusammen, so picken. Ach so, Sie meinen, ach so, das Modell, ach so, ich glaube, Sie meinen den echten. Und das ist ja ein Rückfall angebahnt, ne? Sag ich, Moment, was? Dann am Hänger, jetzt sag ich Ihnen, dann bin ich rausgegangen aus der Halle, steht hinter der Halle auf einem Anhänger eine Rohkarosserie, eine eingeschweißte, von dem 240er Z. Genau das Auto, was die damals der Hödelmeier angeladen hat. Ja. Im Bus in lauter Schachteln, alles sortiert, jedes drum. Ja. Ich sage, hören Sie, ist der komplett? Sagt, da ist alles, es ist alles dabei. Jede Schraube, jede Dichtung, ja, alles. Hören Sie, was will das kosten? Sagt er, 6.000 Euro. Sagt er, sind Sie wahnsinnig? Sagt er, nein, 7, Sie kosten. Ja. Und er hat recht gehabt. Ja. Ich habe mir damals um 6.000 Euro ein Auto in Schachteln gekauft. In der Zwischenzeit, der Erich, ein Jaguar um einen 10er oder 11er. Ja. So. Jäger und Sammler. Und das Schüttel an dich, unser Motorrad. Und dann sind wir heimgegangen, beichten. Musst dann zugeben, ja, wenn man einen Fehler macht, ja, muss man dann. Ja, in die Heim gekommen und gesagt: Hallo, so, da, erledigt. Na, wie warst du? Ja, ey. Ey, nicht der Ehrliche, ich hab mich, der ist umgekehrt wie ein Händel. Ein Kauf, das ist echt, das ist ein Wahnsinn. Also ein Depperten, so ein Zübern, ein Jaguar, ein Sug, das ist ein Wahnsinniger. Um 11.000 Euro, da war es, das ist ein Wahnsinn. Ja, ja, immer so dazu und so ein Schüttel, so ein lustiges Mai-Schüttel, wenn man kauft. So. Das, und das hab ich nicht gesagt. Immer lustig, total witzig, total günstig. Ein 240er dazu in Schachtel, wenn man kauft, um einen Sechser. Na, das ist ja typisch, na, das ist klar. Ja. Der Erich kauft sich einen schicken Jaguar und du einen Blödsinn in Schachteln. Der Erik ist auch heimgekommen, hat auch beichten müssen, nicht? Hallo? So, da. Ja, der Roland, den hättest du zeigen müssen. Der ist ja wahnsinnig. Er kauft sich ein Möschel am Motorauto und um 6.000 Euro ein Auto in Schachtel. Ein Wahnsinn. Ja, ja. Dir gefällt auch ein Jaguar, oder? Haben wir mal geredet, glaube ich. Gell? Also, weil ich hätte jetzt eventuell, also das, also, der ist mein Wort. Sagen wir so, also ich habe ihn gekauft. Um 11.000 Euro. Na, das ist typisch, nicht? Ja, der Roland kauft sich was Lustiges in Schachteln, du einen blöden Protzer-Jaguar. Also, es ist eh wurscht, wie du das machst, es ist falsch. Ja. Dann habe ich daheim gehabt, den Dazun in Teuer, nicht? Und nach 2 Jahren war das ein Auto. Ja. Um das Geld, was das kostet, hätte ich mir 5 neue Dazun, also Nissan kaufen können. Nicht? Dann habe ich meinen ersten 240Z gekauft. Es war schon irgendwie was, es hat schon was gehabt, weil es 180.000 Schilling hätte er damals gekostet. Das war günstig gewesen. Hätte damals, bis was immer der Sport hätte. Ja, aber ist ja wurscht. Ja, dann habe ich das daheim stehen. Ja. Und dann habe ich irgendwie kein gutes Gefühl gehabt, weil das steht da in der Garage und warte, heutzutage geht das schnell. Zankst du dich an,
Nicht? Da gibt es diesen Autoschutzverband, vier Räder. Ja, wenn da die draufkommen, weißt du, ein 240er allein in der Halle, das ist keine artgerechte Haltung. Nicht? Das ist ein, so ist es ein Rudeltier. Nicht? Das ist verarmt seelisch. Nicht? Und ja, dann habe ich Pizza, da habe ich mit 5 240er daheim gehabt. Und ja, dann habe ich noch ein paar so andere Japaner. Und die Japaner sind eh lustig. Und irgendwann habe ich plötzlich 27 japanische Autos in meiner Halle gehabt. Ja, das ist ein ewiger Kreislauf. Das ist, wenn du das einmal in dir hast, das wirst du nicht los. Ja, das ist. Ja, wieder denselben Scheiß wieder benannt gehabt. Wieder dieselben Suren. Ja. Der Unterschied bei den Japanern ist nur das, wenn du fortfahren willst, brauchst du nur auf eine einzige Sache schauen, ob du den Schlüssel einstecken musst. Aber sonst nichts. Ja. Da hat man rennt fort. Aber trotzdem irgendwann einmal, und dann war wieder so ein Moment, wo ich dachte, nein, weg damit. Und schwuppdiwupp waren sie alle weg. Und seitdem, da steht ein kleiner Japaner draußen. Ein paar 240 haben wir gehalten, drei habe ich noch daheim. Ja, die tun echt keinen weh. Die stehen im Weg, die 340er. Die stehen da, gefährden damit keine Sicherheit. Und damit ist das Thema für mich so wie fast eine leere Halle. Und dann habe ich lustigerweise mich eigentlich zurückgerinnert, was ich eigentlich wirklich bin, nämlich ein Indianer. Ich habe mich noch immer von den anderen einreden lassen, ich bin ein Cowboy. Und bin dann deppert mit Autos gefahren auf einmal. Nicht? Ja? Und ich habe gesagt, hey, Indianer. Meine Frau, die fährt auch selber gern Motorrad, und bin ich wieder zu dem zurückgekommen, was eigentlich wirklich war. Also, ich tue wieder Motorrad fahren. Ne? Ein Motorrad gekauft, und mache meiner Frau total nicht mehr so wie früher. Schnell und irgendwo Stoppuhr und was weiß ich. Und, nein, Gegend auch schon, mit Jethelm, super. Ja, es gibt nichts Sicheres als mit einem Motorrad, nur mit einem Jethelm mit einer kurzen Hose mit Schlafen fahren. Ja. Weil du fährst langsam. Ja, mit der Lederkombi, mit dem Rennleder, denkst du, unverwundbar. Nicht? Und so schaust du die Gegend an, super. Dann sind wir nach einer Ausfahrt, sind wir dann heimgekommen, und die zwei Motoren, die wir gefahren sind, haben wir reingestellt. Nicht? Und dann sagt meine Frau zu mir, hörst, weißt du eigentlich, wie viele Motoren du hast? Sag ich, nein. Hab ich es jetzt einmal gezählt? 32. Ja, das ist ein Kreislauf, das ist. Aber dafür habe ich nur 20 Vorrauen. Das muss man auch dafür. Ja. Gut. Also, jetzt war kurz zur Erklärung, warum ich keine amerikanischen Autos mehr habe, sondern eine Zeit lang japanische gehabt habe. Und gut, okay, und damit beginnen wir mit dem zweiten Teil des heutigen Abends. wollen wir nur kurz einer vielleicht sagen, wie spät es ist? Bitte wie? Halb elf? Ja. Okay, aus, dann haben wir gar nichts. Entschuldige, das kann nicht sein. So, haben wir so vertan. Das tut mir jetzt echt leid. Entschuldigung, das war nicht der Plan. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja urgute Schokolade. Das ist immer das Witzige, ich hab den Nicolo in dem Sackel drin seit, weiß nicht, so drei Jahren, zwei Jahre, ich weiß nicht wie lang. Und hab den, was ist ja, wo kriegst du jetzt einen Nicolo? Das heißt, ich hab halt früher zu Nicolo einen Nicolo gekauft, und der hat halt mitspielen müssen. Und hab halt immer, weil ich die Geschichte erzählt hab, halt ihm nie einen Schädel angerissen. Und ich hab heute fürs Fernsehen, also reißen wir mit dem Schädel und eigentlich. Eine gute Idee. Und wollen Sie gerne eine dunkle Schokolade? Das ist gut, dunkle Schokolade, wie wäre? Wie soll's? Ist gut, okay. Aus ist. Ist ein ungewöhnliches Ende, das verstehe ich aus Ihrer Sicht. Für mich ist es super, weil wir eh haben. Und ich rahme jetzt nur mehr zusammen. Sollten Sie eventuell jetzt Fragen haben, könnt ihr die noch gerne stellen, während ich zusammenrahme. Wenn irgendwas unklar war oder so. Oder wenn Sie irgendwas aufregen wollen oder so, alles kein Problem. Machen Sie das, hinten wird meine Sachen da einfach weg. Das Kerzel ist eh ausgegangen, gell? Super, na schon. Boah, aber ich bin froh, dass ich so der Zeit habe mit der Stimme, weil ich mir nicht gedacht, dass es geht. Ich bin heute in der Früh von 6, jetzt interessiert sich nicht, aber ich sage es aber trotzdem, damit Sie sehen, wie arm ich bin. Ich habe heute in der Früh von 6 bis um 7 nicht durchgekostet. Da habe ich mir gedacht, Alter, wie soll denn das gehen? Ja, aber dann haben wir einen Einlauf gemacht und das. Das ist ja lachendeppert, aber das wirkt. Nein, ist ja wurscht. Dafür, dass ich ihn nicht auskennen kann, ich nichts. Ja, und schwuppdiwupp ist mir gleich besser gegangen, weil der Trick in der draußen war. So, da. Gut. Das tut mir. Das Papier los in einer Netterling, wie schaut denn das aus? Ja. Sie glauben wahrscheinlich, das ist ein Betrug, nicht? Also insofern ein Betrug ist, dass
dass sie denken, na gut, das ist eher schmäh, da kommt er mit den drei Koffern, in Wirklichkeit hat er eh noch den einen Koffer und kann eh noch das spülen, was in dem rosenen Koffer drinnen ist. Und du jetzt, wie wenn er da super vorbereitet war mit 6 Stunden Programm, das ist aber nicht so. Das ist wirklich so, ist schöner, dass in den anderen Koffer immer andere Sachen drin sind und ich das eigentlich schon immer so mache, dass ich immer in den rosenen Koffer was anderes reingebe und dadurch die Gewissheit habe. Ich habe eine Frage. Bitte. Was ist in den anderen Koffern? Was anderes. In den anderen Koffern ist einfach ist was anderes. Ja. Kann sich, was mich interessiert, ich meine, das ist... Schauen Sie, ich spüre jetzt nichts mehr, es ist sehr spät geworden heute. Ja. Nur, dass Sie sehen, dass es kein... Ich würde das einfach nicht nachsagen lassen, dass ich ein Betrüger bin. Schauen Sie her, da wäre zum Beispiel drinnen der Towerbird. Das ist, naja, das ist ein Turmlaufschuh, eine Spezialanfertigung für mich aus Amerika, den kriegen Sie nirgends wo. Ich habe am Donauturmlauf einmal teilgenommen mit dem Schuh, das ist ein Werksgerät eigentlich. Das handgemacht, haben sie auch drinnen stehen. Handmade in China bei Poor and Mistreated Children. Also das ist wirklich. Ja, mit dem hat man wirklich erfreut. Ja, da kann ich eine lange Geschichte über diesen Schuhkauf kann ich da erzählen. Dann habe ich hier zum Beispiel einen kleinen Sekt, falls man Silvester feiert auf der Bühne und gerade zur Mitternacht plötzlich das Schicksal einem ereilt, wobei man glaubt, es ist das Schicksal. In Wirklichkeit ist man selber schuld, wenn man plötzlich praktisch diese Welt verlässt, in eine Zwischenwelt kommt und dort verhandelt, ob man nicht wieder zurückkommt. Dann ist es also eine Geschichte. Da wieder ein Gesundheitsbuch. Das ist eine Geschichte, die ich erzählen kann. Wie soll ich sagen? Da geht es um wirklich sehr, sehr arme Menschen. Und kranke Männer. Es gibt auf der Welt, ich habe das wieder am eigenen Leib heute in der Früh, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich heute eine Stunde durchgekurst habe. Ja. Es gibt auf der Welt nichts Ärmeres als ein Mann mit Schnupfen. Das kann eine Frau nicht verstehen. Das ist mir ganz klar. Ja. Weil, ja. Ja, ja. Ja. Oh ja, es gibt schon was Ärmeres. Es gibt, das noch ärmer ist eine Frau, die einen Mann daheim hat, der Schnupfen hat. Das muss man auch dazu sagen, ja. Ja, aber ich schwöre es Ihnen, meine Damen, wenn einmal das Nasal ausschwillt, dann wünschen Sie, Sie sind nicht geboren. Es ist, ja, und da ist gut, wenn man ein Gesundheitsbuch hat, wo man eh nachschauen kann, ob das eh das ist, was man glaubt, und der Mama fest am Arsch geht, okay, bring mir das, das wird immer jünger, ist schon geschwollen. Ja. Und dann wird da noch eine kleine Werkzeugkiste erinnern, schauen Sie, das ist dazu da, wenn man zufällig irgendwo ein Haus renovieren möchte oder so, dann hat man. Man, ist immer gut, man. Das sind die Sachen, die Sie heute versäumt haben, weil Sie ja deppert auf stur diese Schultasche sich ausgesucht haben, anstatt den Koffern. Ja. So, gut, das war's, damit haben Sie es gesehen, dass da was anderes auch drin ist. Bitte, jetzt habe ich schon etwas gekürzt. Was? Im schwarzen Koffer. Auch noch, da machen wir den schwarzen Koffer auch. Gut. Wird auch keine Überraschung sein, keine große, aber bitte. Der schwarze Koffer ist der Koffer, wo ich schon am Anfang gesagt habe, dass da das mein Favorit ist aus verschiedenen Gründen. Weil da sind vielleicht die Sachen drinnen, die für Sie als Publikum gar nicht so interessant sind. Wenn Sie ein Best-of machen und dann sagen, na, das ist irgendwie komisch, warum hat er das dabei? Aber da sind die Geschichten, zu denen ich einen persönlichen Bezug habe. Also, jedes Objekt, das in dem Koffer drin ist, mit dem verbinde ich ein Gesicht, einen realen Menschen und eine kleine Begegnung. Ja? Und ist für mich so, dass wenn ich den Koffer aufmache und die Sachen da betrachte, dann geht mir selber persönlich immer so ein bisschen das Herz auf. Das ist was mir einfach gut tut. Ja? Passt auf. Das ist, das ist ja der mit der Kombination. haben wir aufgepasst. Ja, schau. Muss schon auf das. Ah, ist eh eingestellt, schau her. Eins, hopp. Na, das ist einfach. Na, es ist einfach geil. Schauen Sie das an, ha? Ist das super? Das ist schon Leon, oder? Das ist. Echt großartig, ja? Ja. Super. Dankeschön, danke fürs Kommen. Danke. Bitte schön. Ja.